zu unserem Webinar. Eine Information an alle, wir werden dieses Webinar aufzeichnen und in dem Fragenblock die Vornamen verwenden. Darum habe ich gerade die Teilnehmernamen geändert, wenn ich aus Versehen einen Nachnamen vorlese, einfach die Anonymität zu wahren. Und wir haben die Aufzeichnung schon gestartet. Also dann, wir sind ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Besonders grüße ich den Professor Dr. Matthias Dose, der uns in München heute zugeschaltet ist. Ich bin Michaela Winkelmann, Vorsitzende der Deutschen Huntington Hilfe. Und ich sitze mit meinem Mann, der mich technisch unterstützt, hier in Stuttgart. Ich begrüße auch unsere Teilnehmer, die als Zuschauer dabei sind. Inzwischen sind wir auf 65. Angemeldet waren 72. Das heißt, sehr, sehr viele haben es geschafft, heute Nachmittag zu uns zu kommen, zu unserem Webinar zum Thema Wesensveränderung bei der Huntington-Krankheit. Ziel von heute soll es sein, Sie zu informieren über die Hintergründe und möglichen Ausprägungen von Wesensveränderungen und auch im Umgang damit. Was wir nicht machen können, ist eine individuelle Beratung, keine Ferndiagnosen, Medikamente. All die Dinge können wir heute leider nicht machen. Wir haben aber Möglichkeiten im Nachgang, wie wir Sie dann trotzdem bei Ihren individuellen Anliegen unterstützen können, erklären wir Ihnen gleich. Wie gesagt, das Webinar wird aufgezeichnet und ich habe auch schon im Vorfeld geklärt, die Unterlagen werden dann auch zur Verfügung gestellt werden. Genau. Nach der Begrüßung möchte ich Ihnen gleich was sagen zur Technik, zur Oberfläche, die Sie heute sehen, weil Sie sind als Zuschauer alle stumm geschaltet, aber wir wollen trotzdem ja mit Ihnen in Interaktion treten, das erkläre ich Ihnen gleich. Dann will ich was zur Deutschen Huntington Hilfe sagen, den Matthias Dose vorstellen, der dann im größten Block für uns das Thema Wesensveränderung aufbereitet hat. Und da ist auch jeweils vorgesehen, dass Sie Ihre Fragen stellen können. Im Abschluss möchte ich noch was zum möglichen Informationsmaterial der Deutschen Huntington Hilfe sagen, Ihren Ansprechpartner nennen und einen Ausblick geben auf weitere Webinare. Wir haben es grob überschlagen, wir werden etwa 16.45 Uhr enden, plus minus. Dann zur Oberfläche. Ich habe schon gesagt, Sie sind in diesem Webinar als Teilnehmer Zuschauer. Die anderen Teilnehmer können Sie nicht sehen, können Sie nicht hören. Sie haben im unteren Bildschirmrand, wenn Sie am PC sitzen, die Möglichkeit, ein Handzeichen zu geben oder auch Fragen und Antworten, Fragen zu stellen, die wir dann beantworten werden. Und im rechten Block gibt es dann das Thema Verlassen zum Meetingende. Thema Fragen möchte ich Ihnen gerne nochmal neu erklären. Sie können bereits jederzeit während des Vortrages Fragen stellen über diesen unteren F&A-Knopf. Wir werden immer die Fragen zu jedem Block dann gesammelt beantworten und auch die Vornamen vorlesen. Ausnahme, wenn Sie unten links in diesem roten Kreis dargestellt den Knopf anonym senden, anhaken, dann werden wir auch Ihren Vornamen gar nicht sehen können, auch entsprechend auch nicht vorlesen. Wir beantworten dann die Fragen während des Webinars und sobald die Antwort gegeben ist, wird diese Frage für alle anderen auch sichtbar sein. Wir haben auch die Möglichkeit, Umfragen zu machen. Die werde ich dann ab und zu mal starten. Das ist eine zu Beginn der Corona-Zeit. Da kann man aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten welche rauspicken. Und am Ende der Umfrage werde ich das Ergebnis für alle anzeigen. Das ist ganz einfach gestaltet für Sie. Einfach aus den Antwortmöglichkeiten die richtige rauspicken für Sie. Genau. Und das machen wir auch gleich, wo ich schon erklärt habe, weil für uns ist ja auch spannend, wir sind 67 Teilnehmer dabei. Wir würden gerne wissen von Ihnen, woher kommen Sie denn? Und zwar haben wir eine Umfrage, die ist nach Bundesländern sortiert. Und zwar in der Zuordnung zu den Landesverbänden der Deutschen Huntington Hilfe. Vielleicht ist es ein bisschen trickreich, das richtige Land zu finden. Aber wäre schön, wenn Sie einmal anklicken, wo Sie herkommen, damit wir ein bisschen Eindruck bekommen und auch die anderen Teilnehmer das einsortieren können. Ich lasse einen Augenblick laufen, bis von 63 die allermeisten es geschafft haben. Sieht schon sehr gut aus. Oh, ich sehe auch einen klaren Favorit. Der mich auch nicht wundert, Matthias. Okay, jetzt warte ich noch.
85% haben es geschafft, dann drücke ich mal drauf. So sieht das Ergebnis aus. Wir haben sehr viele Teilnehmer aus Bayern. Gut, ich sah deinen Bekanntheitsgrad besonders hoch, Matthias. Aber auch viele aus Hessen und aus dem, wie wir sagen, Bundesverband aus Sicht der Deutschlandhändigen Hilfe Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland. Das ist sehr schön. Dann habe ich noch eine andere Frage, weil ich habe ja in der Anmeldung nur Ihre E-Mail-Adressen gesehen und ich habe eine Vermutung, dass wir ein sehr breit gefächertes Publikum heute haben. Ich würde gerne wissen, zu welchen Altersgruppen Sie gehören und wenn mehrere Generationen vor dem PC sitzen, wäre es auch schön, wenn Sie mehrere dann angereizt kreuzen würden. Ja, das habe ich auch erwartet, dass es bunt gemischt ist. Ich zeige es Ihnen gleich. 90% haben es geschafft. Damit beende ich auch diese Umfrage. Danke fürs Mitmachen und zeige Ihnen das Ergebnis. Hier ist es. Also der Großteil der Teilnehmer ist heute in den 50er Jahren. Wir haben aber auch wirklich jemanden ganz Junges dabei, unter 20. Hallo, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. Und einfach ein bunt gemischte Altersgruppe. Das freut mich sehr. Das habe ich schon anhand der Namen so ein bisschen erahnt und freut mich sehr, dass wir so ein breites Publikum heute erreicht haben. Okay, dann habe ich noch im Rahmen der Umfrage die eine. Ich würde gerne noch wissen von Ihnen, das ist ja ein offenes Webinar heute für Mitglieder wie Nichtmitglieder der Deutschen Handhängenden Hilfe und ich würde gerne mal wissen, wie ist denn hier die Verteilung? Da sehe ich auch schon ganz viele Antworten. Noch ist bunt gemischt. Das ist auch spannend für uns. Okay, für 90% haben es geschafft zu antworten. Danke dafür. Dann drücke ich mal auf Schluss und zeige Ihnen auch dieses Ergebnis. Also 60% der Teilnehmer sind schon in der Deutschen Handhängenden Hilfe. Das freut uns sehr. Schön, dass Sie uns zu uns gekommen sind heute. Und 40 sind es noch nicht. Mal gucken, ob wir Sie heute von unseren Leistungen und dem, was wir können und machen, überzeugen können. Und ich zeige Ihnen gleich im Nachhinein nochmal den Link, wie Sie Mitglied werden könnten. Auch dafür erstmal vielen Dank. Sehr schön. Dann gehe ich weiter nach den Umfragen. Genau, erkläre ich gerade noch was zur Deutschen Handhängenden Hilfe. Wir sind die Selbsthilfeorganisation für handhängende Familien in Deutschland und das seit 1970, wie man auch unserem Logo sehen kann. Wir werden dieses Jahr 50 Jahre alt. Die Jubiläumsaktivitäten stehen gerade unter Corona in keinem guten Stern. Von daher sind wir gerade nicht sicher, was wir wie dieses Jahr noch tun können. Ansonsten wird alles im einen Jahr verschoben. Wir sind bundesweit vertreten mit regionalen Gruppen und Ansprechpartnern. Haben eine zentrale Beratungsstelle, die ist bei uns in Duisburg, wo man sich auch individuell beraten lassen kann. Neben Treffen und Infoveranstaltungen mit Experten, so wie heute auch, haben wir Infomaterial und bieten auch Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen an, wie junge Menschen oder Angehörige. All das finden Sie auf unserer Internetseite. Wir machen einmal im Jahr eine große bundesweite Konferenz, wo es auch viele Neuigkeiten aus der Forschung gibt. Und Mitglieder erhalten automatisch per Post oder per PDF einmal im Quartal unseren handhängigen Kurier mit Neuigkeiten aus dem Verein oder auch Neuem aus der Forschung. Mitglieder bekommen bei uns auch finanzielle Unterstützung. Gerade jetzt in Corona-Zeiten haben wir einen extra Fonds aufgelegt, um Familien in Not zu unterstützen oder auch mal pflegenden Angehörigen eine Auszeit zu ermöglichen. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Und da finden Sie auch die Informationen, wie man Mitglied werden kann und welche Vorteile es gibt. Das wollte ich zur DHH sagen. Jetzt muss ich mal kurz auf meinen Spickzettel gucken. Genau, das war's schon. Ups, da muss ich drücken. Und weiter. Jawohl. Zur Einleitung. Damit möchte ich zum Hauptteil überkommen. Wir haben heute das Thema Wesensveränderung auf der Agenda. Ein Thema, wie ich auch aus den Anmeldungen gesehen habe, was sowohl Angehörige wie auch Betroffene selber, junge Menschen jeden Alters, waren unsere, die zu seinen Namen hier, wie ich sie gesehen habe, die Teilnehmer heute. Ein Thema, das einfach sehr breit Leute anspricht. Ich begrüße auch die Leute aus Handhängenden Zentren, die heute dabei sind. Freut mich auch ganz besonders. Und wir haben das Thema ausgewählt, weil es im Gegensatz zu den Überbewegungen ein Symptom ist, das einfach nicht sichtbar ist.
Was man aber auch mehr in den eigenen vier Wänden erlebt, so ging es mir auch selber als Teenager, als mein Vater an Huntington erkrankt war. Da war sehr viel mit Aggression, Krankheitsverleugnung, waren da die Themen, die wir zu Hause erlebt haben. Und von daher finde ich es gut, dass wir heute einen Referenten für das Thema gefunden haben. Matthias Dose, aus DHH-Sicht bist du bei uns Ehrenmitglied, langjähriger Sprecher des Wissenschaftlichen Beirates in unserem Stiftungsrat. Du hast in Bayern eine Selbsthilfe gegründet, lange Jahre geleitet, ein Huntington-Zentrum gegründet in Taufkirchen-Vils, selber als erster Direktor geleitet, bist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich habe noch eine ganz lange Liste. Ich kenne dich selber, ich glaube, seit den 90er Jahren, seitdem ich zur DHH gehe, da ist der Matthias nicht wegzudenken mit seinen Vorträgen und Workshops, die er anbietet für Angehörige, für junge Leute, Huntington, Grundlagen, alle Themen, alle da kann er da was zu sagen. Auch international trifft man dich und auf Kongressen bist du wieder als Redner zu sehen. Und von daher mehr als qualifiziert, heute als Referent für uns zur Verfügung zu stehen zum Thema Wesensveränderung bei der Huntington-Krankheit. Und dann will ich auch Schluss machen, dir das Feld überlassen und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ich möchte mal alle motivieren, nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Wir kommen nach jedem Blog dann dazu, diese zu beantworten. Damit ziehe ich mich zurück, Matthias. Wenn du deinen Bildschirm teilst, dann darfst du loslegen. Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte und ich habe das wirklich gerne aufgegriffen, in diesen schwierigen Zeiten dieses Webinar mit Ihnen allen zu veranstalten. Erstmal herzliche Grüße aus München. Wir haben heute etwas gemischtes Wetter. Zwischendurch scheint die Sonne. Im Moment ist es etwas bewölkt, aber das soll uns nicht daran hindern, hoffentlich ein schönes Webinar miteinander zu haben. So, jetzt muss ich mal hier schauen. Das ist hier. So. Was wollen wir heute miteinander besprechen? Ich möchte damit beginnen, einiges Grundlegendes zur Huntington-Krankheit zu sagen. Und dann ist das Webinar in drei Teile unterteilt. Im ersten Teil wollen wir uns beschäftigen mit Apathie, Antriebsstörungen, Ängsten und Zwängen. Und dann zum Abschluss machen wir dazu gleich eine Fragerunde. Dann im Teil 2 wird es gehen um Depressionen, Suizidalität, also die Gefahr einer Selbsttötung, Reizbarkeit, Impulskontrolle und Aggressivität. Wenn wir das geschafft haben, gibt es wieder eine Fragerunde dazu. Und im dritten Teil werden wir uns mit der Frage befassen, was können wir als Angehörige, Professionelle tun, wenn jemand schlichtweg die Symptome der Krankheit nicht wahrnehmen möchte. Dann wird es um sogenannte psychotische Symptome gehen. Dann noch, was sollte man beachten, bevor man davon ausgeht, dass es sich um eine Verhaltensänderung oder Störung handelt, die diagnostiziert und behandelt werden soll. Dann noch, was ist wichtig für Angehörige und dann wieder Fragen dazu. Also das wird unser Programm heute sein und ich hoffe, dass wir das alles technisch und von der Zeit her gut miteinander schaffen. Vielleicht als erstes Chorea, dieser Begriff kommt aus dem Griechischen von Chorein, das heißt so viel wie tanzen, aber mittlerweile und wir Psychiater haben das schon eher, als wir uns mit der Krankheit befasst haben, diese Wahrnehmung gehabt, geht man davon aus, dass die Chorea, wie auf diesem Bild zu sehen ist, nur die Spitze des Eisberges darstellt, die man also oberhalb der Wasserfläche und auch sonst an Menschen, die betroffen sind, wahrnehmen kann. Und darunter gibt es eben eine Menge sogenannter psychiatrischer Symptome. Dazu gehören eben Depressionen, Antriebsstörungen, Reizbarkeit, Aggression, Zwänge, schlechte Laune, Stimmungslabilität, Ängste, Psychose und Suizidalität. Und dann gibt es noch die Domäne der sogenannten Kognition. Damit sind also die höheren geistigen Funktionen gemeint. Aufmerksamkeit, Konzentration, sogenannte exekutive Funktionen, Arbeitsgedächtnis und so weiter und so fort. Und was also insbesondere durch die länger angelegten Beobachtungsstudien, also ursprünglich mal Registry und mittlerweile weltweit Enroll HD, sich immer deutlicher abzeichnet, ist, dass also die psychiatrischen Symptome dem Auftreten von körperlichen Bewegungsstörungen
lange Zeit, bis zu 10 Jahre, manchmal auch länger, vorausgehen kann. Also deswegen ist es ein ganz wichtiges Thema und dem wollen wir uns ja heute gemeinsam widmen. Was meint man nun mit dem Begriff Wesensänderung? Darunter wird verstanden eine dauerhafte und in der Regel krankhafte Veränderung von bestimmenden Merkmalen der Persönlichkeit. Die können sich entweder mit oder aber auch ohne Beeinträchtigungen der höheren geistigen Fähigkeiten bemerkbar machen. Persönlichkeit meint das, was die Einzigartigkeit eines Menschen ausmacht und bezeichnet zunächst mal einen lebenserfahrenen, reifen Menschen mit ausgeprägten Charaktereigenschaften. Auch zur Persönlichkeitsforschung kann man sagen, da gehen zum Teil auch genetische, also erbliche Bestandteile ein, dass man also bestimmte Persönlichkeitszüge auch über die Generationen in einer Familie verfolgen kann. Dann spielt natürlich Umwelt, Erziehung, Einflüsse von Dritten eine große Rolle. Und dann ist es natürlich auch so, dass also mit reifendem und zunehmendem Verstand Menschen auch lernen können, einzelne Züge ihrer Persönlichkeit, also dass sie zu raschen Wutausbrüchen und Reizbarkeit neigen, mit dem Verstand zu kontrollieren. Und das alles wird eben zum Teil durch die Huntington-Krankheit beeinflusst. Wir sehen hier zunächst mal auf der linken Seite den Querschnitt durch ein Gehirn. Also das hier drumherum ist die sogenannte Großhirnrinde. Und der Bereich von Zellen, die von der Huntington-Krankheit durch Zelltod am frühesten und am stärksten betroffen ist, das sind die sogenannten Basalganglien. Dazu gehören also einmal der Nucleus caudatus oder das Caudatum, dann eben auch das Putamen, der Globus pallidus oder das Pallidum. Und wir sehen hier, das ist sozusagen ein Pathologenpräparat eines verstorbenen Menschen mit der Huntington-Krankheit und rechts der Querschnitt durch das Gehirn eines Nicht-Huntington-Betroffenen. Und man sieht also ganz deutlich an der Abnahme des gesamten Volumens, an der Erweiterung dieser ganzen Furchen, die also von Liquor gefüllt sind. Auch hier, das ist der sogenannte dritte Ventrikel, eine massive Erweiterung. Und wenn wir jetzt nochmal nach hier drüben schauen, was sind denn die Zellen, die am ehesten von diesem Zelltod bedroht sind und damit verschwinden und damit eben einer Volumenvergrößerung Platz machen? Das sind eben die Basalganglien, also Caudatum, Putamen, Globus pallidus und so weiter. Und was ist nun die Funktion dieser Basalganglien? Wodurch macht sich sozusagen der Zelltod in dieser Region bemerkbar? Zunächst mal ist es so, dass die Basalganglien unsere gesamte Willkürmotorik regulieren. Also das Zusammenspiel von Agonisten und Antagonisten, dass wenn ich den Arm anwinkele, dass die Bewegung eben auch rechtzeitig gebremst werden kann. Das wird durch die Basalganglien kontrolliert. Dann eben die gesamte Fort- oder auch insgesamt die Bewegung, die Skelettmuskeln, die Muskeln des Gesichts, aber auch Schlucken, Kauen und Reden. Und das sind ja Symptome, die denjenigen von Ihnen, die von der Krankheit betroffen sind oder die als Angehörige oder Professionelle mit der Erkrankung befasst sind, wahrnehmen. Nämlich, dass eben die Willkürmotorik durch unwillkürliche, abnorme Bewegungen, die sogenannte Chorea, gestört sein kann. Und dass es eben im Fortgang der Erkrankung auch zu erheblichen Problemen mit dem Schlucken, mit dem Kauen und auch mit der Sprache kommen kann. Außerdem durch Verbindungen, die die Basalganglien zum sogenannten Frontalhirn haben. Also das Frontalhirn, das hilft uns eben, Dinge differenziert zu betrachten, Werturteile zu fällen, Zukunft zu planen, Flexibilität an verschiedene Situationen uns anpassen zu können, zielgerichtet auf ein Ziel hinzuarbeiten und auch sozial unangemessenes Verhalten zu unterdrücken. Also wenn ich jetzt gerade auf der Straße jemanden begegne, der also alle Regeln
der sozialen Distanz missachtet, weil er also der Meinung ist, Corona sei eine Erfindung von irgendwelchen merkwürdigen Figuren, dann möchte man dem vielleicht am liebsten ein Schimpfwort entgegenwerfen oder ihm, wie man in Bayern sagt, eine Watschen geben. Und dass ich in der Lage bin, so ein eventuell doch unangemessenes Verhalten zu unterdrücken, das ist auch eine ganz wesentliche Funktion unseres Frontalhirns. Und wenn nun das sozusagen die Verbindung Frontalhirn zu den Basalganglien im Verlauf der Huntington-Krankheit funktionell geschädigt und beeinträchtigt wird, dann resultieren daraus eben Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, Prioritäten zu setzen, Schwierigkeiten, ein situationsangemessenes Verhalten zu zeigen. Das macht sich darin bemerkbar, dass also Betroffene sich sehr schwer tun, von gewohnten Abläufen abzuweichen, dass eben im Denken und Handeln auch eine mangelnde Flexibilität eintritt. Ich kann mich da zum Beispiel noch gut erinnern, Frau Vorwerk war eine in Bayern wohnende, zunächst Risikoperson, später Betroffene, mit der zusammen ich in den 80er Jahren auch die Gruppe in Bayern gegründet habe. Da war es zum Beispiel mit fortschreitender Erkrankung so, wir hatten ein Treffen ausgemacht im Café Luitpold in der Stadt und jetzt war mir aber in der Klinik etwas dazwischen gekommen und ich musste die Frau Vorwerk 5 Stunden vorher anrufen und sagen, wir müssen leider unseren Plan ändern. Das war also ein Riesenproblem für sie und hat also immer dazu geführt, dass das Treffen dann in der Regel an diesem Tag nicht stattfinden konnte. Dazu gehören eben auch Probleme mit der Konzentration, auch mit dem Durchhaltevermögen, das sogenannte Multitasking, dass ich also auf der einen Seite jetzt hier ein Webinar abhalten kann und auf der anderen Seite gucken kann, ob mein Wasserglas noch gut gefüllt ist oder ähnliches. Das ist erschwert und was sich dann eben auch unter Umständen in der Leugnung oder Nichtwahrnehmung von Krankheitssymptomen bei Betroffenen bemerkbar machen kann, eine mangelnde Selbstwahrnehmung und auch eine mangelnde Selbstkritik. Darüber hinaus gibt es auch eine ganze Reihe von psychischen Problemen oder auch Störungen, die im Zusammenhang mit der Huntington-Krankheit auftreten können und die wir ja auch im Laufe dieses Webinars miteinander ausführlicher besprechen wollen. Da geht es einmal um die Apathie, also die Antriebslosigkeit, dann eben das Thema sozialer Rückzug, Ängste, Depressionen. Dann Reizbarkeit, Kontrollverlust, Aggressivität, Perseveration, das meint das Haften an bestimmten Gedanken oder auch Vorgängen, dass man sich also, wenn man mit einem Thema befasst ist und jetzt müsste man sich eigentlich mit einem anderen Thema befassen, dass man davon nicht wegkommt, dass also immer wieder, das kann sich darin äußern, dass also auch beim Reden miteinander das Thema nicht gewechselt werden kann oder dass eben, was wir also insbesondere auf der Huntington-Station häufig erlebt haben, von dem Wunsch nach einer Zigarette durch nichts auf der Welt jemand abzubringen ist. Bei manchen Betroffenen gibt es auch Zwänge, die sich bis zu einer Zwangsstörung auswirken können. Dann eben schon kurz gestreift das wichtige Thema, das nicht wahrnehmen wollen oder vielleicht auch können von Symptomen, sogenannte Krankheitsverleugnung. Und dann gibt es eben auch noch bei manchen Betroffenen psychotische Symptome und Störungen mit Wahn- und Halluzinationen der Gesellschaft. Und das sind genau auch die Themen, die wir also im Rahmen des heutigen Webinars noch ausführlicher miteinander besprechen wollen. Fangen wir mal an mit Apathie-Antriebsstörungen. Immer wenn Sie so einen Kasten in meinen Präsentationen sehen mit diesen Beispielen, die sind aus einem Buch, an dessen Übersetzung ich aus dem Englischen beteiligt war und das die Deutsche Huntington-Hilfe inzwischen auch auf Deutsch ausgebracht hat. Das wird die Michaela Winkelmann zum Schluss nochmal zeigen und auch ich habe das am Schluss meiner Präsentation, damit Sie nochmal den Titel sich merken und sich das bei Interesse eventuell bestellen können. Hier sind also Beispiele für die Themen Apathie und Antriebsstörung genannt. Jemanden fällt es immer schwerer, Projekte bei seiner Arbeit abzuschließen.
die betroffene Person meint selber, nein, es geht also nicht um Probleme beim Verständnis oder bei der Strukturierung, sondern es geht darum, ich komme nicht mehr richtig in die Gänge. Ich kann mich nicht aufraffen, das zu tun. Oder aber in der Familie, der Ehemann berichtet, dass also die Ehefrau zu Hause nichts mehr macht. Und obwohl also regelmäßig darüber gesprochen wird, dass die Frau doch an irgendwelchen Kursen teilnehmen könnte, nimmt sie von sich aus an keinem teil. Wenn sie aber, und das ist ja auch eine Erfahrung, die in vielen Familien gemacht wird, dass es heißt, ja, der Betroffene oder die Betroffene liegt also mit Vorliebe den ganzen Tag auf dem Sofa und ist außer Fernsehgucken zu nichts zu bewegen. Wenn dann aber Rallye-Sport oder Motocross, was ihn immer schon interessiert hat, angeboten wird, dann steht er plötzlich ohne Aufforderung auf, zieht sich seinen schönsten Anzug an und will also unbedingt zu dieser Veranstaltung hingehen. Und deswegen hier auch diese Aussage, wenn sie von Freunden dazu mitgenommen wird, dann machen aber die Programme trotzdem Spaß. Also aus eigenem Antrieb und auf Aufforderung durch eine nahestehende Person passiert nichts. Wenn aber Dritte oder Dinge ins Spiel kommen, die die betroffene Person interessieren, dann geht's auf einmal. Und das ist ja auch etwas, was in vielen Familien wahrgenommen wird, dass das, was die nächsten Angehörigen vorschlagen oder an Aktivitäten in Gang bringen wollen, nicht aufgegriffen wird. Und dass es aber manchmal, wenn etwas entferntere Freunde und Bekannte kommen, dann geht's auf einmal, was natürlich von den näheren Angehörigen dann oft als kränkend erlebt wird. Oder aber die Frau sagt, ja, der Mann, der jetzt nicht mehr in die Arbeit gehen muss, der könnte doch zu Hause ein bisschen was machen und ich bitte ihn jeden Morgen drum, aber er macht es nie. Oder aber eben auch in einer Pflegeeinrichtung, die Familie kommt zu Besuch, das wird der Betroffenen mitgeteilt, aber sie kann sich nicht dazu aufraffen, aufzustehen. Das sind also Störungen des Antriebs, dass man aus eigener Dynamik etwas tun kann. Und das führt dann eben in der Auswirkung zu dem, was wir als Apathie, Teilnahmslosigkeit, Antriebslosigkeit bezeichnen. Was kann man da tun? Sie werden also bei vielen dieser möglichen Wesensveränderungen sehen, dass da verhaltenstherapeutische Interventionen vorgeschlagen werden. Das ist löblich und sinnvoll. Wer kann solche verhaltenstherapeutischen Interventionen machen und anbieten? Das sind psychologische oder ärztliche Psychotherapeuten. Man muss leider sagen, dass wir also ganz wenige Ausnahmen derzeit sehr wenig psychologische und ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben, die sich dieser Aufgabe annehmen würden. Das ist auch etwas, wo also als Deutsche Huntington-Hilfe wir immer wieder dahinterher sind durch entsprechende Fortbildungsangebote an Ausbildungsinstituten. Aber das wäre eigentlich etwas sehr Sinnvolles, das dann eben auch, weil es dann eben auch wieder eine nicht so nahestehende, sogar professionelle Person ist, die dann möglicherweise etwas erreichen könnte. Wenn Apathie und Antriebsstörungen, was sehr häufig vorkommt, mit einer gleichzeitig vorliegenden Depression verbunden sind, dann können auch Medikamente, sogenannte Antidepressiva, nützlich sein. Antidepressiva lindern, wenn es funktioniert, die niedergeschlagene Stimmung und sorgen unter anderem auch dafür, dass also der Antrieb verbessert werden kann. Was ist in dem Zusammenhang für Angehörige wichtig zu wissen und zu beachten? Diese Apathie und Antriebslosigkeit entwickeln die Betroffenen nicht, um ihre Familien zu ärgern. Sie sind auch nicht faul. Und wenn man eben auf der Ebene versucht, miteinander ins Gespräch zu kommen in einer Familie und Vorwürfe macht, du bist faul, du machst nichts und so weiter, dann würde das in der Regel nur die Anspannung erhöhen. Und deswegen ist für Angehörige erstmal wichtig zu erkennen und anzuerkennen, das ist eine Folge der Erkrankung, da können die Betroffenen nichts dafür. Dann eben macht es Sinn, weil ich sagte, den Nächststehenden fällt es oft schwer, die Menschen, die Betroffenen zu aktivieren, dass man eben Menschen aus der Umgebung, zu denen man Vertrauen haben kann, über die Probleme informiert,
und eben versucht, also was weiß ich, der Betroffene hat einen guten Spezi, mit dem er früher immer gerne was gemeinsam unternommen hat, dass man den unter Umständen bitten kann, kannst du, können Sie nicht mal bei uns vorbeikommen und ihn mitnehmen? Das klappt nämlich dann sehr viel häufiger, als wenn der nächste Angehörige das versucht. Dann eben auch als Angehöriger kann es Sinn machen, entweder professionelle Hilfe bei einer Psychologin, einem Psychologen oder auch einem sozialpsychiatrischen Dienst zu suchen oder eben auch im Rahmen der Selbsthilfe, wenn man eben hört, ich bin nicht der einzige Mensch, der von diesem Problem betroffen ist und darunter zu leiden hat, sondern es geht vielen anderen in so einer Selbsthilfegruppe als Angehörige genauso und die können mir vielleicht wichtige Tipps und Hinweise geben, was man denn da machen könnte. Und dann ist eben auch so, dass man eben, wenn überhaupt, vorsichtig anleiten und etwas fordern sollte und respektieren, dass wenn jemand eben mal absolut nicht will, er will eben jetzt vom Sofa nicht aufstehen, das kränkt außer dem Angehörigen eigentlich niemanden, weil er tut damit niemandem weh, dass man dann eben auch akzeptiert, dass es so ist. Ängste. Das ist natürlich ein Kapitel, wo man zunächst mal sagen kann, insbesondere wenn jemand Risikoperson war und jetzt die Gewissheit bekommt, dass er oder sie Merkmalsträger, Merkmalsträgerin ist, dann gibt es ja zunächst mal sehr realistische und verständliche Ängste, die die Betroffenen sozusagen befallen. Da geht es um Zukunftsängste. Was wird sein, wenn ich zum Pflegefall werde? Wer wird sich um mich kümmern? Wo werde ich da unter Umständen hinkommen? Dann eben der soziale Abstieg. Ich kann in meinem Beruf nicht mehr arbeiten. Insbesondere für männliche Betroffene häufig ein großes Problem, dass also die bisherige Identifikation und auch die Bestätigung, die sie durch ihre berufliche Tätigkeit sowohl finanziell, aber auch als soziale Anerkennung bekommen haben, das fällt plötzlich weg. Und jetzt soll also derjenige, der bisher der Ernährer und sozusagen das Oberhaupt in Anführungszeichen der Familie war, der ist auf einmal der Patient und der soll zu Hause bleiben. Möglicherweise gehen Frau und Kinder zum Arbeiten und er soll jetzt zu Hause, wenn überhaupt, den Abwasch machen und die Wohnung putzen. Und das fällt eben sehr vielen Betroffenen schwer, sich mit dieser sozialen Änderung in ihrem ganzen Leben abzufinden. Dann eben auch der Verlust sozialer Bindungen und Beziehungen, der, das muss man auch sagen, auch häufig von den Familien in gewissem Sinne selbst gemacht wird, weil sie Hemmungen haben und sich schämen, Menschen aus der Umgebung in die Problematik mit einzubeziehen und sie mit der Krankheit vertraut zu machen. Also das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir also Betroffene und ihre Familien immer dazu ermuntern, haltet eure Kontakte nach Möglichkeit aufrecht. Diejenigen, die das tun und die eben wirkliche Freunde und gute verwandtschaftliche Beziehungen haben, die haben davon auch einen enormen Gewinn, weil sie eben in vielen schwierigen Situationen dann auch Unterstützung finden und auch Verständnis für die Probleme, die sie haben. Und ein Thema, was auch viele Menschen, die betroffen sind, beschäftigt, ist, wenn ich Pflegefall werde und ich möchte das absolut, weil ich das in meiner Familie, bei meiner Mutter, bei meiner Großmutter, bei meinem Vater, bei meinem Großvater erlebt habe, wie die da hilflos im Bett lagen, möglicherweise noch künstlich ernährt wurden, das will ich nicht haben. Ich möchte, wenn es soweit ist, dass ich mich dafür entscheide, möchte ich haben, dass jemand mir dabei hilft, meinem Leben ein Ende zu setzen. Wir gehen im Laufe des Webinars auf dieses Thema noch ausführlicher ein. Da gab es ja in Deutschland lange Zeit große Unsicherheit, also auch für die medizinische Profession. In welchem Rahmen ist es erlaubt, einem Menschen bei der Realisierung dieses Wunsches zu sterben, zu helfen oder nicht? Da hat sich ja glücklicherweise durch die Rechtsprechung einiges getan. Was können wir, was können Sie als Angehörige, als Professionelle tun? Man sollte möglichst offen über diese Ängste sprechen und über mögliche Lösungen realistisch miteinander sprechen. Dazu gehört eben auch die Frage, wo sind für mich, das betrifft insbesondere die Angehörigen,
wo sind meine persönlichen Grenzen? Wie viel kann und will ich realistisch leisten? Und wann ist für mich unter Umständen der Zeitpunkt gekommen, wo ich A, die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen möchte, was viele Betroffene nicht wollen, dass da Fremde ins Haus kommen, oder sogar irgendwann mich dazu entscheide und zu sagen, ich schaffe es jetzt nicht mehr, wir brauchen jetzt eine Einrichtung, wo der oder die Betroffene langzeitig hingehen und gepflegt werden kann. Und natürlich auch die Frage, welche Hilfen können in Anspruch genommen werden? Da gibt es zum Glück inzwischen einiges. Und auch wer Mitglied in der Deutschen Huntington-Hilfe ist, der ist ja da über die Geschäftsstelle jederzeit in der Lage, entsprechende Informationen zu bekommen, wo es solche Hilfen gibt und wie sie organisiert und in Anspruch genommen werden können. Also, was ich bisher angesprochen habe, das sind aus meiner Sicht realistische, realitätsbezogene Ängste. Da kann man nicht von einer Störung sprechen. Das wäre eher eine Störung, wenn jemand diese Ängste nicht hätte. Wir kennen aber in der Psychiatrie auch sogenannte Angststörungen. Und von einer solchen Angststörung sprechen wir dann, wenn eben die Funktionsfähigkeit eines Menschen im Alltag beeinträchtigt ist. Oder anders gesagt, eine Störung ist aus Sicht eines Psychiaters dann gegeben, wenn unter bestimmten Symptomen entweder die betroffene Person erheblich leidet oder aber auch die Störung dazu führt, dass in der Umwelt ein erhebliches Leid hervorgerufen wird. Wir unterscheiden da zwischen den sogenannten Phobien, das sind also objekt- oder situationsbezogene Ängste. Also Spinnenangst, Höhenangst und so weiter, das sind ja Begriffe, die wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannt sind. In Bezug auf die Huntington-Krankheit kann sich häufig auch mal eine sogenannte soziale Phobie entwickeln. Das heißt also, ich vermeide möglichst den Kontakt zu anderen Personen, insbesondere zu mehreren Personen. Ich habe Scheu davor, mich in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil ich denke, die halten mich dann für betrunken oder die denken, was macht der für merkwürdige Bewegungen. Also auch die zunächst mal realistische Sorge, was könnten andere von mir denken, könnte sich eben auch bei einem Huntington-Betroffenen zu einer sogenannten sozialen Phobie auswirken. Dann sprechen wir von einer sogenannten generalisierten Angststörung. Damit ist gemeint, unabhängig von irgendwelchen Situationen bin ich ständig von so einem unbehaglichen, ängstlichen Gefühl, es könnte irgendetwas Unvorhergesehenes eintreten und so weiter, geplagt. Und das Dritte, das sind die sogenannten Panikattacken. Das sind also durch überwältigende Angst- und Bedrohungsgefühle und sehr häufig von körperlichen Symptomen, Herzrasen, Schwitzen, Überatmung, Benommenheit, Taubheitsgefühl, Kribbeln der Finger und Zehen. So eine Panikattacke, die dauert in der Regel 10 bis 15 Minuten. Und das Problem dabei ist, wenn jemand einmal so eine Panikattacke oder zweimal erlebt hat, die sozusagen in bestimmten Situationen, ich gehe auf die Straße, ich komme ins Büro, auftreten kann, dann entwickelt sich, was wir nennen, Angst vor der Angst. Also ich habe dann immer das Unbehagen, es könnte wieder so etwas eintreten und kommen. Das sind also die in der Psychiatrie bekannten und benannten Angststörungen. Was gibt es da für Möglichkeiten der Behandlung? Auch hier gibt es also psychotherapeutische Verfahren, die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Da wird man also mit einem ausgebildeten Psychotherapeuten sprechen und der wird versuchen herauszufinden, was sind das für Situationen, in denen Sie diese Ängste haben, was könnte sozusagen dahinter stecken. Und das größte Problem bei den Betroffenen von einer Angststörung ist, dass sie zunächst mal spontan versuchen, die angstauslösende Situation zu vermeiden. Also jemand hat die Erfahrung gemacht, bleiben wir vielleicht mal bei der sozialen Phobie, dass es ihm unangenehm ist, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Die logische, zunächst mal logische, subjektive Folge wäre, ich vermeide Kontakt so oft und so häufig es überhaupt nur geht. Nur dadurch wird natürlich die Angst
vor irgendwelchen möglichen Kontakten, die Hürde, die ich überwinden muss, um wieder in Kontakt zu anderen zu treten, immer größer. Und deswegen besteht eben die Strategie der kognitiven Verhaltenstherapie darin, den Menschen dazu zu bringen, dass er also sich zum Beispiel zunächst mal so eine angstauslösende Situation vorstellt. Und wenn dann eben die körperlichen Reaktionen, Pulsbeschleunigung, vertiefte Atmung, Schwitzen und so weiter stattfinden, dann kommen sogenannte Entspannungstechniken. Also die sogenannte progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen oder das autogene Training. Das sind Entspannungstechniken, die man also insbesondere mit therapeutischer Unterstützung erlernen kann. Und die helfen dann eben dazu, dass sich das unangenehme körperliche und seelische Gefühl, was die Angst bei mir auslöst, dass ich das besser aushalte und dadurch eben auch mein Vermeidungsverhalten abbauen und mich eventuell wieder in solche Situationen hineinbegeben kann. Letztlich, wenn also die psychologische Behandlung nicht ausreichend ist, gibt es auch Medikamente, die man zur Behandlung von Angststörungen einsetzen kann. Da steht jetzt hier SSRI, das heißt selektive Serotonin-Reuptake-Inhibitoren. Also das sind Medikamente, die sozusagen den Serotoninspiegel im Körper und damit auch im Gehirn anheben und von denen man weiß, dass sie also sowohl bei Depressionen, aber eben auch bei Angststörungen eine positive Wirkung entfalten können. Dann kommen wir in diesem ersten Teil noch zu dem Kapitel Zwänge. Da ist es zunächst einmal wichtig zu unterscheiden, es gibt Persönlichkeitszüge, dazu gehört unter Umständen ein zwanghaftes Verhalten. Also man sagt ja manchmal von anderen Menschen, der ist ein bisschen zwängelig, der kontrolliert gerne, der hat gerne alles im Griff, der hat seine festen Gewohnheiten, von denen er nur schwer abweichen kann. Er liebt es, wenn ritualisierte Abläufe, also aufstehen, Zähne putzen, immer das gleiche Frühstück und. Und eben auch, was weiß ich, beim Verlassen des Hauses noch ein-, zweimal zurückgucken, habe ich den Herd und die Waschmaschine abgeschaltet, habe ich die Türe auch richtig abgeschlossen. Also das würde ich sagen, das sind bei manchen Menschen Züge ihrer Persönlichkeit. Das hat noch keine Notwendigkeit, dass man es irgendwie behandeln müsste. Zu einem psychiatrischen Problem werden kann das Ganze, wenn sich eine sogenannte Zwangsstörung entwickelt. Also da unterscheiden wir zwischen Handlungszwängen und gedanklichen Zwängen. Handlungszwänge, beispielsweise Waschzwang. Also ich muss die Hände mindestens 10 Minuten lang waschen und wenn dann so eine Zwangsstörung sozusagen über die Zeit an Intensität zunimmt, dann gibt es Menschen, die also wirklich knallrote Hände haben, weil sie also 3-4 Stunden lang waschen und vom Wasserhahn auch gar nicht mehr wegkommen. Oder wenn eben das Kontrollieren, habe ich das Licht und die Waschmaschine abgeschaltet und habe ich die Haustür richtig abgeschlossen, nicht ein-, zweimal, was ich noch als in Anführungszeichen normal bezeichnen würde, sondern wenn das so weit führt, dass einer praktisch überhaupt nicht mehr in die Arbeit kommt, weil er also 7 Stunden lang immer wieder Haustüre zu, Treppe runter, Treppe wieder hoch, kontrollieren und so weiter. Also das kann sich schon zu erheblichen Problemen auswirken. Und dann haben wir genau die Voraussetzung, warum wir Psychiater dann von einer Störung sprechen, weil eben die Funktionalität dieses Menschen, der nicht mehr vom Wasserhahn oder von der Haustür wegkommt, die ist erheblich gestört und er kann seinen normalen Alltagsaktivitäten nicht mehr nachgehen. Dann gibt es gedankliche Zwänge. Zum Beispiel gibt es also Menschen, die gehen die Straße entlang und müssen dann immer wieder zurückgehen, weil sie den Gedanken haben, sie könnte ein parkendes Auto den Lack geritzt oder den Spiegel verbogen haben oder sie könnten auch jemanden Dritten verletzt oder gekränkt haben. Und das sind also Gedankenschleifen, die diese Menschen nicht mehr loswerden können und die sie dann auch dazu bringen, dass sie sich auf keine andere Tätigkeit und Aktivität mehr fokussieren und konzentrieren können. Das
wesentliche Merkmal aus psychiatrischer Sicht von Zwängen ist, dass die Menschen, die von so einer Zwangsstörung betroffen sind, wenn man mit ihnen darüber spricht, dann sagen die selber, naja, mir ist schon klar, also selbst in Corona-Zeiten, der strengste Hygieniker sagt, wenn man sich 30 Sekunden lang ordentlich mit Seife und heißem Wasser die Hände gewaschen hat, dann ist es gut. Und das wissen auch diese Menschen, oder die sagen, ja klar, wenn ich einmal kontrolliert habe, ob die Tür auch abgeschlossen ist, dann ist sie ja abgeschlossen, dann ist es eigentlich gut. Also sie empfinden ihre handlungs- oder gedanklichen Zwänge selber als unsinnig. Und davon muss man ein bisschen abgrenzen. Es gibt auch Leute, die sich aus wahnhaften Gründen permanent die Hände waschen müssen, weil sie nämlich dauernd die Idee haben, sie könnten sich also beim Handfassen des Haltegriffs im Bus oder beim Aufmachen der Tür mit irgendeiner diffusen, gar nicht näher zu benennenden, aber gefährlichen Krankheit angesteckt haben. Also das geht dann schon mehr ins Wahnhafte. Oder eben, es kann auch sein, dass jemand von einem ritualisierten Ablauf oder Routinehandlungen nicht ablassen kann, weil er eben mit diesem Problem der sogenannten Perseveration, also dem Hängenbleiben an Gedanken, Handlungen und Abläufen zu tun hat. Das hat aber nichts damit zu tun, was also praktisch der Zwangskranke erlebt, der eben sagt, ich weiß, dass es unsinnig ist, aber ich muss es immer wieder tun, weil sonst steigt in mir ein ganz unangenehmes Angstgefühl auf und das werde ich nur los, wenn ich den Zwang wieder nachgebe. Also das sind sozusagen für denjenigen, der dann mit solchen Zwängen als Therapeut zu tun bekommt, der muss eben da unterscheiden können, ist es wirklich eine Zwangsstörung oder geht es eher ins Wahnhafte oder hat es was mit der sogenannten Perseveration zu tun. Was kann man machen? Auch hier an erster Stelle wieder die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Also auch da, und zwar ist da das Effektivste, da heißt es also Exposition mit Reaktionsverhinderung. Also wir nehmen jetzt mal den Menschen mit dem Waschzwang, der also immer denkt, ja, irgendwas könnte da an meinen Händen geblieben sein. Und da würde also in Begleitung des Therapeuten wäre sozusagen das Ziel, was man mit der Therapie erreicht, dass ich mit meinem Therapeuten in die Situation reingehe. Also ich muss dann, der Therapeut geht mit mir raus und ich muss in eine Dreckpfütze reinlangen oder irgend sowas machen. Und jetzt habe ich natürlich sofort das Bedürfnis, meine Hände wieder zu waschen. Und jetzt sagt der Therapeut aber, nee, das machen wir jetzt nicht, sondern Sie versuchen jetzt diesem unangenehmen Gefühl, was in Ihnen aufsteigt und was Sie eigentlich dazu treibt, jetzt die Hände wieder zu waschen, dem versuchen wir jetzt mal damit zu entgegnen, dass Sie sich völlig entspannen. Und so können also, und das ist wirklich sehr erfolgreich, die Menschen tatsächlich lernen, indem sie sich in die Situation reinbegeben und lernen, sie auszuhalten durch die Entspannungsübungen, dass sie da von diesen Zwängen wegkommen. Wenn das alleine nicht ausreichend ist, dann gibt es auch hier wieder die Möglichkeit, das Ganze mit Medikamenten zu unterstützen. Auch da, das erweckt ja den Eindruck einer Allzweckwaffe, Antidepressiva vom Typ der Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder aber auch, wenn die SSRI nicht die erwünschte Wirkung zeigen, kann man auch Medikamente einsetzen, die man sonst zur Behandlung von Psychosen einsetzen würde, die aber insgesamt auch eine sozusagen affektdämpfende Wirkung haben. Was kann das Umfeld, was können Angehörige, Freunde und Bekannte tun, dass man eben das zwanghafte Verhalten nicht unterstützt? Also wenn jemand dauernd die Wohnung putzen oder immer kontrollieren will, dass man sagt, nee, jetzt ist mal gut. Und wenn das nichts wirkt, dann musst du eben zum Therapeuten gehen. Oder wenn also zum Beispiel, nehmen wir nochmal das Beispiel Waschzwang. Da kommt jetzt jemand zum Therapeuten, der sagt, ich wasche 5 Stunden lang ununterbrochen meine Hände und ich will jetzt davon wegkommen. Okay, dann werden auf der einen Seite eben diese Entspannungsübungen eingeübt und gleichzeitig wird die Person aufgefordert, jetzt haben wir mal als Ausgangspunkt 5 Stunden
Und das erste Ziel, was wir erreichen wollen, ist jetzt mal nur noch 4 Stunden. Und das können dann eben Angehörige dadurch unterstützen, dass sie eben zum Beispiel dann auch mit der Uhr daneben stehen. Also 5 Stunden ist jetzt sehr extrem, aber dann eben sagen so, 4 Stunden sind rum, mit dem Therapeuten ist abgemacht, jetzt ist Schluss, also Wasserhahn zu, Hände abtrocknen und weg davon. Also so könnten Angehörige eben diese verhaltenstherapeutischen Maßnahmen unterstützen. So, das war jetzt mein erster Teil, also Apathie, Antriebsstörung, Ängste und Zwänge, und wir können jetzt also zu Ihren Fragen gehen. Genau, vielen Dank, Matthias, erstmal für den ersten Teil. Das war sehr umfangreich schon mal. Nimm mal einen Schluck, genau. Bevor wir in die Fragen jetzt zu dem Thema einsteigen, es gab 2, 3 allgemein mal die Frage, nochmal zu der Aufzeichnung dieses Webinares. Ja, die läuft und die werden wir im Nachgang nochmal qualitätssicher und dann freigeben und auf dem PHH-YouTube-Kanal zur Verfügung stellen. Den Link gibt es im Nachgang zum Webinar. Gleichermaßen gilt das auch für die Unterlage, für die Folien, die Matthias Lohse hier gerade zeigt. Auch die werden im Nachgang zur Verfügung gestellt. Das waren die organisatorischen Fragen. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragen zu den Themen jetzt selber. Zum Beispiel gibt es die erste Frage schon von Marie-Louise, die fragt, der Patient erhält aktuell Thiaprid 100 Milligramm wegen Bewegung 5-mal täglich. Gibt es alternative Medikamente? Also das Medikament Thiaprid hat mit den psychischen Problemen, die wir hier heute besprechen, zunächst mal nichts zu tun. Thiaprid ist, was ganz speziell auf die überschießenden Bewegungen wirkt. Und da ist also der Dosierungsspielraum, geht also zwischen, was weiß ich, 100 Milligramm am Tag bis, wenn das sinnvoll ist und die Bewegungen dadurch eingeschränkt werden können, 1200 Milligramm, also ein weiter Dosierungsspielraum. Das hat also zunächst mal mit unserem Thema hier, Apathie etc., nichts zu tun. Was sein kann, und deswegen ist es mir gerade für Betroffene, die noch durchaus kommunikationsfähig sind, ganz wichtig, wenn die mit Thiaprid behandelt werden, dann muss man die fragen, spielen Sie ruhig ein bisschen mit der Dosierung hin und her und finden Sie die Dosierung heraus, die Ihnen am besten tut. Warum? Weil auch Thiaprid ein bisschen auf den Antrieb und bei manchen Menschen auch auf die Stimmung sich negativ auswirken kann. Und ich kenne viele Betroffene, die sagen, lieber ein bisschen mehr Gezappel, das muss meine Umgebung dann eben irgendwie tolerieren und aushalten können, solange ich mir dann nicht dauernd durch Stürze selber Schaden zufüge. Das ist mir lieber als die Stimmungseinschränkung oder auch die Antriebsminderung, die ich durch eine zu hohe Dosierung von Thiaprid erfahre. Prima, danke dafür. In Ergänzung schreibt Marie-Louise noch eine 2. Frage. Hinzu kommen vokale Laute, die der Patient von sich gibt. Gibt es dafür Medikamente? Ja, das ist ein Problem, was ich von einigen Betroffenen kenne, dass also irgendwelche merkwürdigen Laute ausgestoßen werden. Das kann auf der einen Seite damit zu tun haben, dass eben die gesamte Willkürmuskulatur eben nicht mehr ausreichend kontrolliert werden kann. Also wie so eine Art Schluckauf. Dann könnte unter Umständen eine etwas höhere Dosierung von Thiaprid etwas bringen. Aber auch da muss man, wie gesagt, immer sehr sorgfältig darauf achten, wo ist für den Betroffenen die Grenze. Also theoretisch kann man mit einer entsprechenden hohen Dosierung von Psychopharmaka und auch Thiaprid jeden Menschen in Anführungszeichen stilllegen. Die Frage ist nur, was bleibt dann an Lebensqualität? Und unter Umständen, das habe ich auch in manchen Fällen erlebt, wo man eben durch eine erhöhte Medikamentendosis dieses spontane Lautieren zwar etwas dämpfen, aber nicht vollständig abstellen konnte. Und wenn man eine Dosierung gewählt hat, die das vollständig abgestellt hat, dann haben die Betroffenen sich nicht mehr wohlgefühlt. Und da würde ich dann den Angehörigen und dem Umfeld sagen, versucht einfach es zu tolerieren. Hört gar nicht mehr hin. Es ist ja nichts Bedrohliches.
Echte gesagt, aber ja, danke erstmal für die Antwort. Weiter geht's mit Miri, die fragt, ganz wichtige Frage, haben Antidepressiva nicht viele Nebenwirkungen, die andere Symptome noch verschlimmern? Also, bei den Antidepressiva gibt es unterschiedliche Typen und deswegen empfehlen alle Leitlinien und Spezialisten bei Huntington-Krankheit diese sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Es gibt andere Medikamente, die haben sogenannte anticholinerge Nebenwirkungen. Und diese anticholinergen Nebenwirkungen, die könnten wiederum die Symptome der Chorea verschlimmern. Deswegen nimmt man die bei der Behandlung von Depressionen bei Huntington nicht so gerne her. Die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, SSRI, Paroxetin, Cipramil, Cipralex, wie sie alle heißen, die sind auch nicht frei von unerwünschten Nebenwirkungen. Wobei man sagen muss, bei vielen Menschen ist es so, wenn diese Nebenwirkungen anfänglich auftreten, dann lassen die nach 3-5 Tagen auch, gewöhnt sich der Körper irgendwie daran. Also die hauptsächlichen Nebenwirkungen des SSRI können sein, eine gewisse Übelkeitsgefühl, Appetitstörungen, was man natürlich bei Huntington-Betroffenen nicht so gerne hätte, dann eben auch Kopfschmerzen und wenn die Dosierung zu hoch ist oder aber durch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten die Serotoninwirkung zu stark wird, dann gibt es ein sogenanntes serotonerges Syndrom, was sich durch erhebliche körperliche Unruhe, Schlafstörung etc. bemerkbar macht. Also wenn man den Eindruck hat, dass bei einem Betroffenen ein zur Behandlung von Ängsten oder Depressionen eingesetztes SSRI die Unruhe verstärkt, dann sollte man das mit dem verordnenden Arzt besprechen und das Stichwort serotonerges Syndrom ins Spiel bringen, weil dann muss man unter Umständen die Dosis deutlich reduzieren oder das gibt es auch. Also es gibt auch noch ein paar dritte Gruppen, Venlafaxin beispielsweise, die haben diese Nebenwirkungen nicht und haben aber auch nicht die vorher besprochene anticholinerge Nebenwirkung. Also der psychiatrische erfahrene Arzt hat da einiges an Alternativen zur Auswahl. Aber nochmal, wenn unter solchen Medikamenten irgendetwas Merkwürdiges auftritt, wie auch die Verstärkung von Unruhe, dann immer mit dem zuständigen Arzt besprechen, ob es da nicht um Nebenwirkungen geht. Okay, prima. Dann fragt Miri noch im Anschluss, sind die Wesensveränderungen erst nach und nach ab Ausbruch der Krankheit sichtbar oder begleiten sie einen bereits ab der Kindheit? Sie hat das Gefühl, dass die Dinge schon immer da waren und schlimmer wurden. Ganz genau. Also völlig richtige, so sehe ich das auch. Ich habe dafür auch gute Beispiele. Ich habe also gemeinsam auch mit dem Herrn Weindl hier in München haben wir mehrere eineiige Zwillingspaare betreut oder auch nahe Geschwister. Und da hat sich herausgestellt, je nachdem, was da schon sozusagen von Kindheit und Jugend an Persönlichkeitszügen berichtet wurde, auch von Angehörigen, das verstärkt sich dann sozusagen im Laufe der Erkrankung. Also jemand, der immer schon ein eher geduldiger, zurückhaltender, ruhiger Zeitgenosse war, der hat unter Umständen auch im Rahmen der Erkrankung mit wenig Wesensänderung oder wenn überhaupt dann eher im Sinne von Rückzug und Stillwerden. Und da gab es eben den Zwillingsbruder, der war immer schon ein bisschen ein Treibauf. Mit dem hatten wir erhebliche Probleme. Dem hatten also schon 3 Jahre lang am Arbeitsplatz die Kollegen und Vorgesetzten gesagt, mit Ihnen stimmt was nicht, Sie müssen mal zum Arzt, hat er nicht gemacht. Dann drohte die Kündigung, dann kam der also, ich war zu der Zeit noch am Max-Planck-Institut in den 80er Jahren in die Klinik, dann haben wir den in einem Tag untersucht und festgestellt, der ist berufsunfähig und es lief dann auch alles glatt. Trotzdem ist dieser Mann also dann noch jeden Tag 60 Kilometer auf der Autobahn mit dem Auto in seine Arbeit gefahren, die er nicht mehr hatte. Die oberbayerische Polizei ist verzweifelt mit ihm, weil er fuhr Schlangenlinie und hatte hinter sich immer 10 Kilometer Stau.
aber wenn sie ihn dann kontrolliert haben auf Drogen, Alkohol etc., war nichts festzustellen. Ist ja nichts. Dann wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen, dann ist er trotzdem weitergefahren. Dann hat das Landratsamt der Familie gesagt, wenn ihr es nicht schafft, den vom Auto wegzuhalten, müssen wir das Auto beschlagnahmen. Dann hat die Frau den Autoschlüssel versteckt. Dann hat der gute Mann beim ADAC angerufen und hat gesagt, ich habe leider meinen Schlüssel verloren. Können Sie jemanden schicken, der mir das Auto aufhört? Also zwei völlig unterschiedliche Entwicklungen, die ganz viel damit zu tun haben. Also ich würde sagen, die Persönlichkeitszüge, die jemand schon vor der Erkrankung hatte, die verstärken sich möglicherweise eben ganz erheblich im Laufe der Erkrankung. Prima. Noch im Anschluss, du sprichst das Thema Straßenverkehr an Schlangenlinien, gibt noch eine Frage. Die Oma von Miri ist bisher viel Fahrrad gefahren, will es auch weiterhin tun, aber ist noch kaum möglich, weil sie auch schon Schlangenlinien fährt und Unfälle hatte. Was kann man tun? Das Fahrrad einfach wegnehmen? Reden hat bisher nicht wirklich funktioniert. Schwierig, weil ich hatte genau so eine Geschichte, die endete dann damit in einer geschlossenen Psychiatrieunterbringung. Und dann war ich aber der Meinung, das ist nicht verhältnismäßig. Und der Betroffene war durchaus noch in der Lage zu verstehen, dass er mit seiner Art Fahrrad zu fahren, insbesondere für sich, möglicherweise auch für andere, eine Gefahr darstellt. Er hat gesagt, wenn es mich auf die Nase haut, macht mir nichts aus, das nehme ich in Kauf. Und selbst wenn ich vom LKW überfahren werde, ist eben Schicksal. Und dann habe ich damals zu der Familie gesagt, dann müssen wir alle lernen, das unter Umständen zu tolerieren. Und wir haben dann versucht, und da konnte er sich auch teilweise darauf einlassen, dass er eben auf nicht so befahrenen Straßen fuhr. Und nach 3 schweren Stürzen hat er dann irgendwann selber gesagt, naja, ich lasse es bleiben. Also gerade wenn das für jemanden wichtig ist, kann ich jetzt für die Großmutter nicht einschätzen, aber wenn die das und wenn sie sagt, ich nehme das in Kauf, dann geht meine Tendenz ehrlich gesagt eher dahin zu sagen, okay, dann müssen wir damit leben, dass es gefährlich ist, aber auch andere Leute werden in Unfälle verwickelt und wenn sozusagen Selbstwertgefühl und Wohlbefinden so stark davon abhängen, dann sollte man vielleicht versuchen zu modifizieren. Vielleicht geht ja auch, also wir hatten ja in Taufkirchen auch dann so dieses Dreirad, mit dem man zumindest nicht so leicht umkippen kann, was ja auch Körperbehinderte benutzen könnten. Oder wenn der Spaß der Oma vor allem im Radfahren liegt, ihr kennt ja wahrscheinlich auch, wir haben ja da auch in Taufkirchen und in Algersing dieses Rad, wo hinten einer drauf sitzt, der sozusagen das Kommando hat und die betroffene Person sitzt vorne, kann, wenn sie will, mitstrampeln und kommt so auch in den Genuss, Fahrrad zu fahren. Vielleicht sind das Hilfslösungen. Ja, ganz kurz ein Blick auf die Uhr. Wir haben Block 1 durch bis 16 Uhr. Ich habe noch Zeit, wer es mit anderen aussieht, noch ganz viele Fragen offen. Ich würde gerne kurz an den Fragen mal jetzt einen Block, eine Pause machen, dass wir mit den Inhalten weiter durchkommen. Wir haben alle Fragen im System auch gespeichert, können die auch ja im Nachgang noch weiter beantworten. Ist das nicht soweit okay? Weil es sind doch jetzt aktuell noch 7 Fragen offen und dann kommen wir gar nicht mit der 16. Genau, wir gucken mal zum Schluss und sonst werde ich Zeit haben. Wir auch meine E-Mail-Adresse angeben und da kann man die Fragen auch nochmal hinschicken und dann werde ich mich bemühen, die zu beantworten. Alles klar, vielen Dank. Also, weiter geht's mit dem Thema Depressionen. Wie sind Depressionen in der Psychiatrie sozusagen definiert? Depressive, also niedergeschlagene Stimmung, und zwar in der Regel unabhängig von dem, was um mich herum passiert, erfreulich oder unerfreulich, fast den ganzen Tag und beinahe jeden Tag. Dinge, die mir sonst Freude bereiten oder an denen ich Interesse habe, die machen mir keinen Spaß mehr. Bei schwereren Depressionen gibt es auch erhebliche Appetitstörungen und entsprechend auch Gewichtsabnahmen. Dann eben die Antriebsstörungen, dann in der Regel auch Ein- und Durchschlafstörungen, insbesondere frühmorgendliches Erwachen. Und dann haben die Leute schon so einen Kloß auf der Brust und müssen im Kopf durchgehen, was wird heute alles von mir verlangt, wie soll ich das alles schaffen. Dann eben entweder innere Unruhe oder aber auch das Gefühl, körperlich verlangsamt zu sein. Dann eben auch Schwierigkeiten beim Denken, Konzentrieren und Urteilen und Entscheidungen fällen, sodass manche Menschen
Man spricht dann auch von der depressiven Pseudodemenz, denken, ich habe jetzt eine Demenz, aber in Wirklichkeit ist es eine Depression. Bei einigen auch Gefühle von Schuld oder Wertlosigkeit. Das finden wir insbesondere bei Huntington-Betroffenen mit Kindern, dass sie denken, ich habe Schuld auf mich geladen, weil ich ja in der Regel unwissend und nicht willkürlich und willentlich möglicherweise diese Krankheit weitervererbt habe. Und eben auch immer wieder auftretende Todeswünsche oder auch Selbstmordgedanken. Das ist also nach dem, was wir aus den Beobachtungsstudien Registry und Enroll wissen, eine sehr häufige Störung bei Betroffenen der Huntington-Krankheit, die auch eben schon vor dem Auftreten von körperlichen Symptomen da sein kann, wo aber auch bei manifester Erkrankung sich entwickeln kann. Und wie gesagt, also am häufigsten werden Depressionen festgestellt, etwa ein Jahr, bevor dann klinisch die Diagnose Huntington gestellt wird. Was kann man tun? Auch hier gibt es wieder bewährte psychotherapeutische Verfahren. Dann die jetzt schon mehrfach erwähnten Medikamente, Antidepressiva. Und was ist für Angehörige so wichtig? Wichtig ist eben, mit den Betroffenen über ihre Gedanken und Gefühle zu sprechen und sie zur Behandlung ermutigen. Was halt, also ich meine, das Problem ist ja, Depression ist ja in gewissem Sinn in unserer Alltagssprache. Ich bin heute depressiv drauf. Und dann kriegt man auf die Schulter geklopft und dann heißt es, das wird schon wieder und mach doch mal was Schönes und geh mal ins Kino oder ins Konzert, dann wird's schon wieder, das hat mir auch gut getan. Das hilft aber bei der Krankheit Depression nichts. Und deswegen sollte man also nicht versuchen, den Leuten sozusagen das auszureden, sondern das, was sie, wenn sie mit uns sprechen, sagen, ernst nehmen und vor allem sie zu ermutigen, eine Behandlung aufzusuchen, weil eben Depressionen in der Regel ganz gut zu behandeln sind. Dann wichtig, auch weil mich das natürlich als Bezugsperson mitnehmen kann, da mit einem depressiven Menschen zusammen zu sein, dass ich auch als Angehöriger Selbsthilfegruppen, und zwar unter Umständen nicht nur die Huntington-Selbsthilfe, sondern es gibt auch Selbsthilfegruppen für die Angehörigen psychisch Kranker, also in dem Fall von Depressionen. Was, wenn jemand dazu zu motivieren ist, nachweislich sehr gut hilft, zusätzlich zu Psychotherapie und Medikamenten, sind Sport und körperliche Betätigung, natürlich auch Hobbys und Aktivitäten mit Freunden, Bekannten. Also viele Depressive sagen, naja, von mir aus hatte ich überhaupt keine Lust, ins Kino zu gehen, aber als dann der gute Freund mich zu Hause abgeholt hat, habe ich dann hinterher gedacht, war doch jetzt trotzdem ganz schön und ich habe es auch irgendwie genießen können. Dann eben auch eine Tagesstruktur etablieren und einhalten. Und weil das eben bei Depressionen eine wichtige Rolle spielt, wenn dafür sozusagen eine Basis vom Vertrauen zueinander vorhanden ist, dass man auch offen und ehrlich darüber spricht, über Todeswünsche, Todesgedanken und eventuell auch Tötungsabsichten. Das ist ja für viele Menschen ein Tabuthema, aber es ist eben so, dass also doch, wenn darüber gesprochen werden kann, und da ist halt ganz wichtig, also ich kann sagen, ich habe ja jahrelang in einer Klinik gearbeitet und da gibt es sehr unterschiedliche Tendenzen. Da gibt es sozusagen den ängstlichen Psychiater, der, wenn er nur von seinen depressiven Patienten hört, manchmal habe ich den Wunsch, nicht mehr aufzuwachen oder ich möchte am liebsten gar nicht mehr da sein, dann sofort, dann müssen Sie jetzt auf die geschlossene Station und haben erstmal Ausgangssperre. Wozu führt das in der Regel? Der Betroffene ist ja nicht doof und sagt, okay, mit dem Psychiater kann ich über sowas nicht in Ruhe reden, ich sage jetzt nichts mehr. Und das ist viel gefährlicher als, und das war die Praxis, die wir da in Taufkirchen immer wieder versucht haben zu sagen, okay, solange es sich um Wünsche und gelegentlich auftauchende Gedanken handelt, die hat jeder mal oder die meisten mal im Leben. Solange Sie mit uns darüber sprechen können,
können wir damit leben und es ändert sich an Ihrer Freizügigkeit in der Klinik nichts. Und wir bitten Sie aber, uns davon in Kenntnis zu setzen, wenn das Ganze drängender wird oder schon in konkrete Pläne übergeht, weil dann sollten wir tatsächlich etwas machen. Und das funktioniert in der Regel ganz gut. Und drum sollte man auch als Angehöriger, wenn das möglich ist, diese Themen ansprechen, aber auch nicht gleich panisch reagieren, wenn jemand sagt, am liebsten wäre ich gar nicht mehr da. Dann nochmal zu diesem Thema Selbsttötungsgefahr, Suizidalität im Medizinerjargon. Was sind Warnzeichen, die einen sozusagen alarmieren sollten? Gut, depressive Stimmung, das ist klar. Aber eben auch, wenn jemand immer wieder äußert, er hat überhaupt keine Hoffnung und es hilft ja sowieso nichts und niemand kann mir helfen und alles ist schiefgegangen und so weiter. Oder aber auch, wenn jemand anfängt und sagt, nee, ich will jetzt auch keinen Kontakt mehr haben, ich will lieber alleine für mich sein, ich ziehe mich von allen Aktivitäten, Freunden und so weiter zurück. Dann eben, ja, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, ich möchte alles beenden. Und dann eben natürlich auch, wenn jemand konkrete Pläne nennt und sagt, ja, also ich habe mir das und das ausgedacht, was ich tun möchte. Dann, was auch immer wieder, also auch in Taufkirchen, in der Klinik und in meiner beruflichen Laufbahn, hatte ich mit dem zu tun, dass tatsächlich Menschen sich das Leben genommen haben. Und das Merkwürdige war dann, wenn man dann mit denen gesprochen hat, die sie kurz davor noch erlebt haben, dann haben die gesagt, der war auf einmal wie ausgewechselt. Also der war ganz ruhig und gelassen und hat irgendwie noch sein Nachttischchen da aufgeräumt und so weiter. Also diese plötzlichen Umschläge von zutiefst traurig zu scheinbar glücklich, das sind Alarmzeichen. Und wenn jetzt wirklich jemand den Eindruck hat, das sind jetzt nicht mehr nur Wünsche und gelegentlich auftauchende Gedanken, sondern da ist jemand wirklich dabei, aktiv das durchführen zu wollen, dann muss man eben auch entsprechend handeln und sei es im schlimmsten oder ungünstigsten Fall auch mit einer sogenannten Einweisung oder auch Zwangseinweisung, wenn der Betroffene nicht mitmachen will, in die Psychiatrie. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen, ist mir jetzt entfallen, kommt vielleicht. Nein. Ach so, was ich auch noch, genau. Was ganz wichtig ist, die Suizidforschung zeigt, einer der wichtigsten Indikatoren für Suizidgefahr sind vorausgegangene Suizidversuche. Und zwar selbst solche, von denen man denkt, das war ja gar nicht ernst gemeint. Also 5 Tabletten Valium und ein Gläschen Rotwein, das ist in dem Sinne kein ernstzunehmender Suizidversuch. Aber die Forschung zeigt, den meisten sogenannten vollendeten Selbsttötungen gehen mehrere erfolglose und zum Teil auch mit untauglichen Mitteln unternommene voraus. Das heißt also, wenn ich weiß, jemand hat es schon ein paar Mal probiert, dann muss ich besonders wachsam sein. Das war, was mir gerade noch entfallen war. Kann man da vorbeugend etwas tun? Klar. Also was immer gut ist, aber hier ganz besonders, wenn es wirklich gelingt, über dieses Thema offen mit vertrauten Personen zu sprechen. Und dann eben deutlich zu machen, wenn du, Ehepartner, Partner, Kind, so etwas tun würdest, das wäre für mich und für die ganze Familie sehr belastend. Können wir irgendwie sozusagen einen Vertrag schließen, dass du das zumindest jetzt die nächsten so und so viele Tage nicht tun wirst. Also das macht man auch zum Teil in Kliniken und das ist ein gar nicht schlechtes Mittel, um sozusagen Suizidalität zu mindern, weil in der Regel die Menschen dann auch solche Verträge einhalten. Jetzt hatten wir ja vorher schon mal angesprochen, bei den Ängsten, dass es eben für viele Betroffene auch darum geht, ich möchte auf keinen Fall als hilfloser Pflegefall mit Schläuchen angeschlossen, oben, unten, vorne, hinten in einem Pflegeheim liegen, da möchte ich lieber vorher sterben. Und deswegen, dass es richtig und sinnvoll ist,
im geeigneten Rahmen mit Betroffenen dieses Thema Sterbehilfe anzusprechen und auch entsprechende Vorsorge zu organisieren. Das ist bisher bei uns noch alles sehr schwierig. Ich kenne mehrere betroffene Familien, die sich dann eben an Organisationen in der Schweiz oder in den Niederlanden gewendet haben. Was ich schade finde, dass wir nicht in der Lage sind. Ich habe im Rahmen meiner beruflichen Laufbahn mehrere Menschen kennengelernt, die mit mir von Anfang an, und zwar in einem Zeitpunkt, als sie geistig noch völlig klar und bei Sinnen waren, dieses Thema angesprochen haben und denen ich dann auch zugesagt habe, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeit, wenn es denn soweit wäre, dabei versuchen werde, behilflich zu sein. Und das Interessante ist, jetzt nicht nur bei Huntington, sondern allgemein, wenn ein von einer schweren Krankheit oder einem schweren Leid Betroffener weiß, ich habe, wenn es soweit ist, die Möglichkeit, auf diese Option zuzugreifen, dann schiebt das sozusagen den Zeitpunkt, wo es dann überhaupt dahin kommt, dass dieser Wunsch realisiert werden soll, ganz deutlich hinaus. Also am gefährdetsten sind die Menschen, die sagen, niemand versteht mich, ich habe keinen, der mir da helfen will, also muss ich jetzt rechtzeitig, bevor ich so krank bin, dass ich es nicht mehr schaffe, etwas in die Richtung unternehmen. Und da kommen wir dann eben zu der letzten Aussage auf dieser Folie, dass es eben sinnvoll ist, dann auch eine entsprechende Patientenverfügung zu erstellen. Und in die kann ich heute auch aufnehmen, dass ich unter bestimmten Umständen keine medizinische Intervention haben möchte. Das ist ein bisschen komplizierter geworden, weil die Rechtsprechung verlangt, dass man das sehr detailliert und gründlich alles ausführt. Aber auch da haben wir bei der Deutschen Huntington-Hilfe entsprechende Expertise. Es gibt von mir einen etwas älteren Artikel, was man dabei bedenken soll. Und es gibt auch eine Arbeitsgruppe, die also daran arbeitet, den Menschen Vorschläge zu machen, wie man das formulieren sollte. Und wichtig ist eben, das auch immer wieder entsprechend zu aktualisieren und vielleicht, solange man es machen kann, einmal im Jahr gelesen und erneut für gut befunden, mit Unterschrift und so weiter. Weil, ich meine, auch da, es gibt nach wie vor Ärzte und Kliniken, die meinen, sie müssen sich nicht daran halten, aber je klarer und eindeutiger so eine Verfügung formuliert ist, hat man inzwischen als Betroffener auch das Recht, dass die Berücksichtigung findet. Ich glaube, das war, ich habe die Gliederung jetzt nicht mehr so genau im Kopf, war das der Abschnitt 2 oder kommen da noch? Du wolltest noch bis Aggressivität machen. Okay. Dann geht es also um die mögliche Persönlichkeitsveränderung, Wesensveränderung, Reizbarkeit. Hier sind aus einem Bogen, den wir mal entwickelt haben in einer internationalen Arbeitsgruppe, wie man das als Therapeut oder so erfragen könnte. Was meinen wir Reizbarkeit, wenn eben jemand reizbar, schlecht gelaunt, launisch oder griesgrämig ist, wenn jemand leichter zu verärgern ist als früher, wenn jemand eben andere Menschen damit auch sozusagen beeinträchtigt. Und da geht es sozusagen weiter. Die Steigerung von Reizbarkeit kann dann eben sein, dass jemand seine Impulse nicht mehr unter Kontrolle hat, seine gefühlsmäßigen Reaktionen, dass er leicht die Fassung verliert, dass die Frustrationstoleranz abnimmt, dass Dinge getan oder gesagt werden, ohne dass die Konsequenzen bedacht werden. Und das Ganze kann unter Umständen auch dazu führen, dass eben sogenannte Enthemmung auftritt. Also ich hatte schon einige Gutachten gerichtlich zu erstellen, weil also Huntington-Betroffene mit Diebstählen oder Körperverletzungen oder irgendwas kriminell oder straffällig geworden sind. Und was manchmal in Familien auch ein Problem darstellen kann oder auch in Pflegeeinrichtungen, kann auch mal sexuelle Enthemmung sein, also im Sinne einer übermäßigen Sexualität, wobei auch bei vielen Menschen berichtet wird, dass das sexuelle Verlangen eher abnimmt. Was kann man da tun? Auch hier gibt es eben wieder medikamentöse Möglichkeiten.
mit dämpfenden oder stimmungsstabilisierenden Medikamenten. Und bei manchen Leuten ist es so, dass die also, was weiß ich, 28 Tage im Monat läuft alles gut und in bestimmten Situationen, von denen Angehörige oder Bezugspersonen dann schon häufig wissen, wann die eintreten, weil sich das schon am frühen Morgen beim Aufstehen bemerkbar macht, da kann man dann auch als Notfallmedikament dann mal ein Benzodiazepin, in der Psychiatrie nimmt man da vorzugsweise Tavor, einsetzen. Warum als Notfallmedikament? Weil die Dauergabe von Benzodiazepinen zur Abhängigkeit körperlich und psychisch führen kann und das will man möglichst vermeiden. Wobei bei schwer Betroffenen im fortgeschrittensten Stadium, wenn mir da eine Familie sagt oder auch eine Einrichtung, Lorazepam, Tavor ist das Einzige, was hilft, dann muss ich ehrlich sagen, pfeife ich auf Abhängigkeit, dann wird es eben auch mal regelmäßig gegeben. Dann kann man natürlich auch versuchen, psychotherapeutisch darauf einzuwirken. Und was kann man zu Hause tun? Versuchen rauszufinden, was ist denn das, was sozusagen diese Reizbarkeit oder möglicherweise Aggressivität hervorruft? Warum fühlt sich die Person da nicht ruhig, nicht gut verstanden? Dann, was aber das wissen wahrscheinlich die meisten Angehörigen selber, wenn man dann selber gereizt und aggressiv wird, dann trägt es in der Regel nicht zur Deeskalation bei, sondern dann entwickelt sich sozusagen eine Kaskade, wo eins das andere gibt. Und auch wichtig, wenn, was manchen Betroffenen möglich ist, sie nach einer Weile durchaus merken, oh hoppla, da habe ich mich jetzt daneben benommen, dann sollte man so eine Entschuldigung auch akzeptieren und nicht immer wieder olle Kamellen aufwärmen. Wie heißt der schöne Spruch, wenn über eine Sache endlich Gras gewachsen ist, kommt sicher ein Kamel, was alles wieder runterfrisst. Also nichts von wegen, jetzt fängst du schon wieder damit an und das hatten wir doch letzte Woche erst, sondern dann einfach auch mal lassen, wie es ist. Dann, was ich wichtig finde für insbesondere Angehörige zum Thema Aggressivität, niemand ist sozusagen verpflichtet oder moralisch unter Druck, dass er aggressives Verhalten eines Huntington-Betroffenen bis hin zu Schläge einstecken oder was es da alles geben kann, tolerieren muss. Das heißt also, ich möchte Angehörige dazu ermutigen, klare Grenzen zu setzen und auch dem oder der Betroffenen zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Dann ist aber eins ganz wichtig. Bei Alkoholikern wissen wir, wenn da die Partner sagen, wenn du noch einmal trinkst, dann verlasse ich dich. Und dann trinkt er wieder und er wird nicht verlassen. Dann verliert sozusagen diese angedrohte Konsequenz jegliche Durchsetzungskraft. Das heißt also, ich muss mir vorher klar werden, bin ich, wenn es soweit ist, auch wirklich bereit, die angekündigte Konsequenz zu ziehen. Also bin ich bereit, was weiß ich, getrennte Schlafzimmer, fangen wir mal bei der niedrigsten Stufe zu Hause an. Bin ich bereit, unter Umständen jemanden auch gegen seinen Willen in die Klinik einweisen zu lassen, wenn er wieder aggressiv ist? Bin ich bereit, wenn ich es überhaupt nicht mehr schaffe, auch jemanden sozusagen in ein Heim, wie man so schön sagt, zu geben? Also, weil wenn ich nicht damit völlig klar mit mir selber bin, dann bleibt so eine angedrohte Konsequenz völlig wirkungslos. Und was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, ist, in Familien mit kleineren Kindern. Da geht es ja nicht nur darum, ob die Mutter oder der Vater erträgt, dass er ab und zu vor Schienbein getreten wird oder sonst was, sondern da muss auch das sogenannte Kindeswohl bedacht werden. Und im Zweifelsfall rate ich da betroffenen Familien eben auch die Erziehungsberatung und das Jugendamt einzuschalten, um da möglicherweise eben schädliche Konsequenzen für die Kinder zu verhindern. Weiter wichtig ist, nicht aus Scham sozusagen die Flecken zudecken und das aggressive Verhalten Dritten gegenüber verschweigen, sondern auch Hilfe einfordern von Verwandten, Freunden, professionellen Diensten. Wenn es gar nicht mehr geht, kann man die Polizei in einer akuten Situation zur Hilfe rufen und das hat dann in der Regel eine sogenannte Zwangseinweisung, also nach dem sogenannten psychiatrisch Krankengesetz zur Folge.
oder wenn es sozusagen längerfristig sozusagen eskaliert, dann kann man sozialpsychiatrische Dienste, kann man das Vormundschaftsgericht einschalten und möglicherweise ein Betreuungsverfahren einleiten. Das war, glaube ich, jetzt, hast du die Gliederung vor dir zu wissen? Das wäre jetzt der Block 2, wobei, genau. Sollen wir auch weitermachen? Kannst du noch? Und dann alle Fragen am Ende? Können wir auch machen. Immer einen Schluck, ja. Und dann, genau. Gut. Dann, was ja vielfach beklagt wird, dass also Angehörige sagen, der stolpert ständig und verschluckt sich beim Essen und dies und jenes. Aber wenn man das anspricht, dann heißt es, nee, da ist nichts. Ich hatte einen Betroffenen, ein Berufskollege, Professor der Medizin, der also das Ganze immer auf die falschen Schuhsohlen zurückführte und also einfach nicht in der Lage war zu erkennen, obwohl klar war, die Mutter war huntingkrank und so weiter. Also das nennen wir in der Medizin Anosognosie, also die Nichtwahrnehmung einer Erkrankung oder eines Symptoms. Man spricht auch häufig von der sogenannten Krankheitsverleugnung. Das ist meiner Meinung nach bei den Huntington-Betroffenen in der Regel nicht zutreffend, weil Verleugnung meint ja, da ist irgendein teilweise bewusster Vorgang. Aus irgendeinem Grund verleugne ich das. Und das ist aber bei der Huntington-Krankheit nach meiner Einschätzung doch auch durch die Veränderungen im Gehirn, also organisch bedingt. Diese Verleugnung von Symptomen, die hat unter Umständen, insbesondere zu Beginn einer Erkrankung, schreibe ich hier, kann das sinnvoll sein. In welchem Sinne sinnvoll, dass eben die Leute nicht ständig sich selber prüfen, jetzt ist mir da was runtergefallen, ist es schon ein Symptom oder ist es noch kein Symptom, und eben sozusagen dann an Selbstvertrauen verlieren und Alltagsaktivitäten nicht mehr durchführen. Also so lange kann das aus meiner Sicht durchaus sinnvoll sein. Die kritische Grenze ist meiner Meinung nach dann erreicht, wenn sozusagen das Nichtwahrnehmen der Symptome zu einer eindeutigen Selbstgefährdung, also ich verliere meinen Arbeitsplatz, wenn ich da jetzt nicht irgendwie interveniere, oder aber ich gefährde, da kommen wir nachher noch drauf, durch mein Verhalten im Straßenverkehr, Dritte und so weiter, dann muss ich natürlich auch als außenstehende Person intervenieren. Aber ich meine, dass also in einem bestimmten Rahmen soll man sich gar nicht so groß mit der Frage auseinandersetzen, den anderen immer darauf aufmerksam machen zu wollen, da ist doch schon dieses und jenes Symptom, weil eben sozusagen diese Nichtwahrnehmung unter Umständen auch mal sinnvoll sein kann. Drum, wann muss ich sozusagen aktiv werden? Ich sollte dann aktiv werden, wenn eben diese Symptome die Person selbst, also zum Beispiel Arbeitsplatzverlust, gefährliche Situationen im Haushalt, brennende Zigaretten auf dem Teppichboden, Herd nicht abgestellt, also das kenne ich alles aus unseren Angehörigengruppen bei den Jahrestagungen, oder aber auch, wenn Dritte durch das Verhalten gefährdet sind, nämlich eben durch das aggressive Verhalten oder aber auch durch Autofahren bei erwiesener Fahrtauglichkeit gefährdet sind, dann muss ich tatsächlich irgendwie einschreiten. Und wie kann ich dann einschreiten? Dann macht es durchaus Sinn, den oder die Betroffene offen auf die Probleme anzusprechen, eventuell auch Dritte zur Hilfe zu nehmen, weil da gilt wieder, was ich ganz am Anfang gesagt habe, viele Menschen, da muss man auch gar nicht dazu Huntington krank sein, die können manchmal eher etwas von einer etwas entfernteren oder sogar professionellen Person annehmen, als von den nächstumgebenden, weil man das da gleich als Schwäche oder Kränkung erlebt. Professionelle Hilfe anbieten und vermitteln. Und wenn die verweigert wird, was es ja auch nicht zu selten gibt, dann kann man eben prüfen lassen, ob die Voraussetzungen einer gesetzlichen Betreuung gegeben sind, mit der dann die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet werden können. Ein ganz heikles Thema ist ja immer Fahreignung. Meine erste Frage an Angehörige ist immer, fahren Sie denn noch mit, wenn die betreffende Person am Steuer sitzt? Lassen Sie die Kinder mitfahren? Und wenn die dann sagen, nee, um Gottes Willen, dann sage ich, ja gut, dann sollte man also wirklich ernsthaft prüfen, ob da nicht wirklich Dritte gefährdet sind.
Wir konnten in Taufkirchen den Betroffenen anbieten, da hatten wir selber die entsprechenden Gerätschaften, nämlich die sogenannte verkehrsmedizinische Untersuchung, einschließlich verkehrspsychologische Untersuchung durchzuführen. Oder, was ich auch oft vorschlage, ist, dass man der Person sagt, okay, von uns willst du das nicht akzeptieren. Wir möchten jetzt gerne, dass du zu einer Fahrschule gehst und sagst, ich bin jetzt länger nicht Auto gefahren und möchte jetzt mit Ihnen eine Stunde absolvieren. Und Sie sagen mir bitte am Schluss ehrlich und offen, ob Sie der Meinung sind, ich kann so noch, würden Sie mich zur Prüfung zulassen, ja oder nein? Und das können manche Betroffene eher annehmen, als wenn das eben der nächste Angehörige sagt. Wenn alle Stricke reißen, also ich habe alles versucht und es ist wirklich so, Schlangenlinien, schon dreimal Baustellen reingeknallt und ich weiß nicht was angestellt, dann kann man auch sozusagen einen Hinweis an die Führerscheinbehörde geben, die dann prüft und unter Umständen auffordert, die Eignung durch ein Gutachten nachzuweisen und dann kommt eben dieser Prozess in Gang. Und da finde ich eben ganz wichtig, wenn es darum geht, sich selbst oder Dritte zu schützen vor den Folgen von Impulsivität und Aggressivität, wenn ich da Aktionen ergreife, die auch unter Umständen Nachteile für den Betroffenen, Führerscheinentzug, Einweisung in die Psychiatrie bedeuten, das ist kein Verrat. Da tun sich ja viele Angehörige sehr schwer, dass sie, um Gottes Willen, und dann ist der mir ewig böse und so weiter. Das kann in seltenen Fällen mal sein, wobei also auch was das Thema zumindest Zwangseinweisungen anbelangt, da habe ich dann oft erlebt, wenn die Leute dann in der Klinik waren und wenn dann die Behandlung ein bisschen Fortschritt gebracht hat, dann haben auch viele das einsehen können und sagen können, ja, ich habe meinen Angehörigen in der Situation ja auch keine andere Wahl gelassen. So, dann kommen wir zum letzten Teilkapitel, psychotische Symptome. Was versteht der Psychiater unter einer Psychose und psychotischen Symptomen? Eine tiefgreifende Störung des Erlebens, des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Da gibt es auf der einen Seite wahnhafte Symptome. Ein Wahn ist eine unkorrigierbare, in der Realität und durch Dritte nicht nachvollziehbare Überzeugung. Also ich werde ständig beobachtet, in meiner Wohnung sind Kameras und Mikrofone installiert, ich werde verfolgt, im Essen und Trinken ist Gift, ich werde beeinträchtigt, aber, und auch das ist bei Huntington nicht so selten, Eifersuchtswahn, also der Partner, die Partnerin, Wahnformen, Größenwahn. Also ich bin eine bedeutende Persönlichkeit, ich stamme von dem und dem Prominenten ab, ich habe die und die tolle denen aber keine. Also ich höre Stimmen. In Taufkirchen lief einer auf der Huntington-Station und sagte, hier ist in die Decke ein Halophon eingebaut, wo mir ständig Anweisungen erteilt werden. Oder ich sehe irgendwas, was nicht da ist. Ich schmecke etwas, ich rieche etwas. Oder aber ich habe Körperwahrnehmungen, mein Gehirn verdreht sich, mein Rückenmark schrumpft, jemand berührt mich. Das sind Halluzinationen. Das Problem ist, um jetzt mal beim Wahn, aber auch bei den, selbst wenn ich dreimal erkläre, da ist keine Kamera und da ist kein Halophon, vernünftige Argumente nutzen in der Regel nichts. Die Menschen bleiben bei ihrer Überzeugung, das ist das Merkmal einer Psychose. Die können natürlich, vor allem wenn dann jemand sich verfolgt fühlt und gegen seine vermeintlichen Verfolger losgeht und so weiter, zu Selbst- oder Fremdgefährdung führen. Man kann unter Umständen, also was weiß ich, wenn jetzt jemand der Meinung ist, ich werde von außen mit Kameras beobachtet und ziehe tagsüber die Vorhänge zu. Damit kann man ja irgendwie noch leben. Also wenn Dritte nicht beeinträchtigt werden
oder eben auch, wenn jemand in diesen Größenvorstellungen oder es gibt auch den Liebeswahn, dass also jemand denkt, diese und jene Person, in die bin ich verliebt und die hat mir durch irgendwelche Symbole und Zeichen zu verstehen gegeben, dass sie mich auch liebt. Solange das nicht in Stalking und sonst was ausartet, kann man es tolerieren. Wenn es aber nicht mehr tolerabel ist, dann muss es eben professionell und zwar psychiatrisch behandelt werden. Und da gibt es eben als Medikamente die sogenannten Antipsychotika. Da gehören Medikamente wie Risperdal, Seroquel, Zyprexa. Also hier stehen die sogenannten Zunahme. Das kann auch, wenn jemand stark abgenommen hat, sogar eher erwünscht sein bei Menschen mit Huntington-Krankheit, Müdigkeit, Antriebsverlust, depressive Verstimmung. Das will man natürlich nicht so gern. Das muss man dann eben durch die richtige Dosierung und die Auswahl des richtigen Medikamentes steuern. Und wenn jemand ein bisschen einsichtig ist, gibt es da auch die Möglichkeit einer psychotherapeutischen Behandlung. Wichtig, bevor jetzt irgendwelche Veränderungen der Persönlichkeit und des Verhaltens als organisch angesehen werden, muss man eben insbesondere bei Menschen, die nicht mehr so kommunikationsfähig sind, prüfen, steckt da möglicherweise hinter dem ständigen Schreien oder um sich schlagen eine Komorbidität, also eine zusätzliche Erkrankung. Zahnschmerzen, bei Huntington ganz häufig wegen der vernachlässigten Zahnpflege, Kopfschmerzen, andere schmerzhafte Erkrankungen. Nächster Punkt, vorher schon mal kurz angesprochen, wenn jemand apathisch und so weiter ist, sind das unter Umständen unerwünschte Medikamentenwirkungen. Auch das muss man prüfen. Hat jemand einfach Hunger? Also rennt er deswegen durch die Gegend und rennt in jedes Zimmer und wühlt Nachtkästchen durch, weil er nicht satt geworden ist und was zu essen sucht. Wenn jemand zu wenig trinkt und die Elektrolyte durcheinander geraten, kann das auch zu psychotischen Symptomen führen. Zu viel Koffein kann manchmal eben dazu führen, dass jemand umtriebig wird und so weiter. Also diese Faktoren müssen im Vorfeld von Angehörigen bedacht und von einem ordentlich arbeitenden Arzt geprüft werden, bevor man eben vorschnell sagt, nee, das ist jetzt, was weiß ich, Angststörung, Zwangsstörung oder sonstiges. Dann meine letzten Folien. Was ist für Angehörige und Bezugspersonen wichtig? Das Zusammenleben und um einen Betroffenen oder eine Betroffene von der Huntington-Krankheit sein, ist ein Marathonlauf. Das heißt also, es macht keinen Sinn, was ich vielfach erlebe, dass Partnerinnen und Partner sich schon bei dem beginnenden Stadium der Erkrankung völlig verausgaben, sich völlig nur noch sozusagen auf die Krankheit und die Betroffenen einstellen, sondern man soll eben Einzelkämpfertum möglichst vermeiden, Hilfe, Unterstützung bei Freunden, Bekannten, Professionellen suchen und annehmen, sich in der Selbsthilfe austauschen, die eigenen Grenzen ohne schlechtes Gewissen und was insbesondere in ländlicher Umgebung, wenn ich meinen Mann ins Heim stecke, was sagen und was denken dann die anderen Leute von mir, wenn wir getrennte Schlafzimmer haben, was denken die anderen und so weiter. Davon muss man sich frei machen. Dabei kann einem Selbsthilfe und können auch Professionelle helfen und eben diese Toleranzgrenzen dann auch einhalten und deutlich machen und auch Freiräume. Ich kann nicht 24 Stunden am Tag also sozusagen als Angehöriger Pflegekraft sein, sondern ich brauche meine Freiräume und die sollen die Menschen sich sichern und erhalten, damit sie selber möglichst lange gesund und stabil bleiben. Das war die letzte Folie. Das wird ja die Michaela nachher nochmal zeigen. Drum springe ich, das ist das Buch, aus dem ich manches zitiert habe. Und für Fragen, die jetzt offen bleiben, haben Sie hier meine E-Mail-Adresse. Schreiben Sie mir eine E-Mail, schreiben Sie mir Ihre Frage und entweder Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Ich melde mich dann bei Ihnen und wir versuchen das zu klären. So, erstmal vielen Dank für die nicht erkennbare Aufmerksamkeit. Wie viele Teilnehmer sind schon eingeschlafen, kann ich von hier aus nicht beurteilen.
Aber jetzt haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit für Fragen. Also vielen, vielen Dank, Matthias, für diesen Spagat, uns die ganzen Hintergründe zu erläutern, möglichst auf Fachbegriffe zu verzichten. SSRI kann ich nicht mehr jetzt den Langtext aussprechen, bitte verzeih es mir. Serotonin wie der Aufnahme immer. Lerne ich später noch. Wir haben viel gelernt, wir konnten schon noch viele Parallelen in den Alltag ziehen und das war genau auch die Idee für heute. Wir haben alle gesehen, wie komplex das Feld ist. Um die Angst zu nehmen, also nicht jeder Huntington-Betroffene hat all die Symptome und all die gleichzeitig. Es ist mal das gesamte Spektrum mal aufgezeigt worden. Mit Blick auf die Uhr, ein paar Fragen können wir noch, oder? Wollen wir die Frage im Nachgang beantworten? Von mir aus gerne. Okay. Also, wir haben noch was übrig gelassen von eben. Genau. Gibt es auch natürliche Mittel, die man nehmen kann, statt SSRI oder Antidepressiva? Ja, also es gibt pflanzliche Medikamente. Da ist vor allem bei Thema Depression, Ängste, sind die sogenannten Johanniskraut-Extrakte. Da gibt es verschiedene Medikamente. Das ist okay, aber man muss bedenken und mit dem verordnenden Arzt besprechen. Auch die haben unter Umständen Nebenwirkungen. Also bei Johanniskrautpräparaten kann es zum Beispiel zu einer ausgeprägten Licht- und Sonnenallergie kommen. Mhm. Und was noch viel wichtiger ist, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Also das muss eben vom verordneten Arzt geprüft werden. Es kann sein, dass durch die Einnahme von Johanniskrautpräparaten zum Beispiel Thiaprid nicht mehr den Serumspiegel erreicht, den es ohne die Präparate haben würde. Also bei leichteren Störungen durchaus pflanzliche und auch bei Schlafstörungen, Hopfen, Baldrian, alles okay. Johanniskrautextrakt muss man als Medikament ansehen und muss eben, wie gesagt, diese möglichen Nebenwirkungen und auch diese Wechselwirkung mit anderen Medikamenten bedenken. Okay, prima. Dann eine Frage von Jochen. Wie schaffe ich es als Angehöriger, bei meinem Huntington-Partner gewohnte Abläufe zu ändern? Vor allem, wie bekomme ich die Apathie in den Griff, da meist das soziale Umfeld nicht mehr intakt ist, wenn die Problematik in den Vordergrund rückt? Ich kann noch mal bitte wiederholen. Es geht um das Thema Apathie und das soziale Umfeld ist nicht mehr intakt. Wie schaffe ich es dann als Angehöriger, Abläufe zu ändern? Also wenn das Umfeld nicht mehr intakt ist, dann kann ich doch unter Umständen versuchen, es gibt die sogenannten sozialpsychiatrischen Dienste, die auch aufsuchende Betreuung machen. Also die kommen auch ins Haus, da muss also die betroffene Person nicht hingehen und das kann unter Umständen etwas bringen. Und dann war ja, glaube ich, der Einleitungsteil der Frage, wie schaffe ich das, jemanden von seinen Gewohnheiten wegzubringen? Da würde ich sagen, das ist schon bei Nicht-Huntington-Betroffenen ziemlich schwierig. Da würde ich doch sagen, vielleicht in erster Linie dadurch, dass ich mir als Angehöriger versuche, das einfach zu lassen, wie es ist, solange es nicht zu einer, wie auch in der Präsentation deutlich gemacht, zu einer schädigenden Beeinträchtigung meiner Interessen kommt. Also nochmal das Beispiel. Also das habe ich fast in jeder Angehörigengruppe bei Jahrestreffen. Ja, die betreffende Person liegt am liebsten auf dem Sofa und guckt Fernsehen. Und dann sage ich, so what? Tut es jemandem weh? Also da muss man wirklich als Angehöriger auch immer sich überprüfen. Geht es hier um meine Wünsche und Vorstellungen, wie der andere sein soll? Oder geht es hier um die Wünsche und Vorstellungen des Betroffenen? Und wenn der sich so wohlfühlt und sagt, lass mich doch, mir geht's gut, dann soll man ihn auch lassen. Gut. In eine ganz andere Richtung fragt Katharina, was kann man gegen die Angst vor Hunden machen? Der Patient hatte nie Angst vor Hunden. Auf einmal war sie da und legt das Familienleben lahm, da die Eltern einen Hund haben und Besuche nicht mehr möglich sind. Inzwischen wird der Hund weggesperrt oder nicht mehr mitgebracht. Ja, wunderbar. Das wäre nochmal ein Beispiel für eine sogenannte objektbezogene Angst, Phobie. Und da sehe ich tatsächlich die Möglichkeit, durch professionelle Hilfe und zwar nach Möglichkeit. Es gibt, also wir hatten ja in Taufkirchen auch auf manchen Stationen Therapiehunde.
dass man, also ich meine, die Wunschvorstellung wäre ein erfahrener Psychotherapeut mit Hund, mit therapeutischer Ausbildung, dass ich einfach versuche, also da war ja irgendein möglicherweise unangenehmes Erlebnis mit dem Hund, kann man sich ja auch bei einem Hunting-Betroffenen, wenn der alleine mit dem Hund ist und macht eine plötzliche ausfahrende Bewegung, der Hund fühlt sich bedroht, geht auf den los. Also da geht es wirklich darum, Exposition mit einem ungefährlichen Hund mit therapeutischer Begleitung. Also da sehe ich wirklich, wenn man das hinkriegt, gute Chancen, dass man das wieder wegbekommt. Gut, super. Die hatten da, glaube ich, schon mal in ähnlichen Art und Weise. Bernhard fragt, Antidepressiva haben früher landläufig viele Nebenwirkungen. Ist das immer noch der Stand? Also, nee, also grundsätzlich, mir ist kein wirksames Medikament bekannt, was nicht irgendwelche unerwünschten Wirkungen hat. Also das nebenwirkungsfreie Psychopharmakon, da sind am günstigsten die Benzodiazepine, also die Tavor, aber die haben dafür wieder Abhängigkeitspotenzial. Alle anderen haben in unterschiedlichem Maße Nebenwirkungen. Und meiner Meinung nach besteht die ärztliche Kunst darin, das geht leider nur durch, wie man sagt, Versuch und Irrtum, was natürlich bei vielen Betroffenen dann so den Eindruck erweckt, der probiert jetzt an mir alle möglichen Medikamente aus. Also man kann die individuelle Ansprechrate auf solche Nebenwirkungen ist sehr unterschiedlich. Das heißt also, ich muss rausfinden, welches Präparat ist für welchen Betroffenen am besten verträglich. Dann geht es eben darum, durch entsprechende Dosisanpassungen Nebenwirkungen so weit wie möglich zu reduzieren. Dann gibt es noch zwei wichtige Faktoren. Also ich rate den Menschen immer, lesen Sie am besten gar nicht den Waschzettel, weil sonst entstehen Erwartungsängste. Und wenn jemand zum Beispiel kommt und sagt, ich habe nach einem Tag das Medikament wieder abgesetzt, weil ich hatte schon nach 2 Stunden alle Nebenwirkungen, die auf dem Zettel stehen, dann muss ich sagen, ja, das glaube ich zwar, dass Sie das so empfunden haben, aber das hatte mit dem Medikament null zu tun, weil das muss überhaupt erstmal aus dem Magen in die Blutbahn, mit der Blutbahn in die Leber, durch die Leber dann wieder in die weiterführenden Gefäße. Also das dauert länger als 2 Stunden. Also Faktor 1, Erwartungsängste. Faktor 2, in der Regel lässt die Intensität der Nebenwirkungen nach 3 bis 5 Tagen nach. Also ich bitte jeden Menschen, dem ich sowas verordne und sage, versuchen Sie doch nach Möglichkeit, auch wenn Sie irgendwelche Nebenwirkungen haben, das mal eine Woche durchzustehen, ob es dann nicht von selber besser wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich wirklich das Präparat wahrscheinlich wechseln und gegen was anderes austauschen. Also die Hauptwirkungen haben sie alle gemeinsam, wenn es funktioniert, antidepressiv. Das Profil der Nebenwirkungen ist unterschiedlich und das kann ich eben an die Bedürfnisse der Patienten anpassen. Mehr Sorge nicht. So, ja, alles klar, ich war auf Stumm. Ich überlege gerade noch, wie wir es jetzt weitermachen. Wir haben immer noch ganz, ganz viele Fragen. Also wir sind jetzt bei 16:45 drüber. Ich würde einfach gerne das offizielle Ende, mein Vorschlag, offizielles Ende machen und wir machen noch die Fragen weiter, vielleicht bis 17 Uhr oder wir antworten im Nachgang. Genau, also von mir aus geht es noch. Ich würde lassen, wenn die Stuhlfalle ist Schluss. Alles gut, bitte. Ich würde einmal ganz kurz das offizielle Ende machen. Wir stellen die Fragen ganz kurz nach hinten und dann kann wer möchte, kann uns gerne noch weiter beobachten bei der Fragebeantwortung. Jetzt muss ich mal gucken, kannst du mal deinen Bildschirm, oder kann ich dich rausschubsen? Kannst du das Präsentieren bitte mal beenden? Okay, was ist denn los? Wenn du das oben in den Fenster auch nach oben fährst und dann Präsentieren beenden sagst. Kamera. Nee, nicht beenden. Nee. Teilnehmer, neue Freigabe. Wie schiebt sich denn da raus? Sie befinden sich in der gemeinsamen Bildschirmnutzung. Soll ich das stoppen? Ja, stoppen ist gut, ja genau. So. Ja, wunderbar, alles klar. Gut, weil dann mache ich erst ganz kurz. Okay. Ich habe noch was zum Ende. So, jetzt sollten Sie meinen Bildschirm wieder sehen. Genau. Also, das schon mehrfach angesprochene Buch
Hat den Ursprung in Amerika, heißt Huntington Betroffene verstehen, geht um Wesensveränderung bei der Huntington Krankheit. Mein Mann, ich habe es übersetzt, Matthias hat es korrigiert, sonst wäre es nie so gut geworden, wie es geworden ist. Es trifft all die Themen, die heute schon besprochen wurden. Man kann es bei der Deutschen Huntington Hilfe in unserer Geschäftsstelle bestellen. Für die Schutzgebühr beträgt für Mitglieder 7 Euro, für Nichtmitglieder 12 und kann man sich dort bestellen. Das rate ich jedem, das mal sich zu holen. Es erklärt auch mal viel die Hintergründe, hat viele Beispiele, die eben schon gezeigt wurden und aber auch viele Möglichkeiten, wie man als Angehöriger mit diesen Situationen gut umgehen kann. Dann wollte ich noch ergänzen, auch wir haben Ansprechpartner, die kennen sich bestimmt nicht mit all den psychiatrischen Symptomen aus, aber die können Angehörige, Gruppen vermitteln, die können Kontakte vermitteln, wir können unseren Angehörigen treffen oder anderen Veranstaltungen, all die Themen diskutieren, auch nochmal in den Gruppenlokalen nochmal Experten einladen, die Themen zu vertiefen. Das sind unsere Angebote. Man kann die Geschäftsberatungsstelle bei uns anrufen, mit Landesverbänden und mit den jungen Personen in Kontakt treten. Das wollte ich noch rüberbringen zum Schluss. Und ich habe noch eine Umfrage. Solange uns noch Leute zuhören und zuschauen, würde ich gerne mal die Frage in die Runde werfen, welches weitere Thema würde Sie denn interessieren, damit wir ein weiteres Webinar der Deutschland-Hilfe planen? Und jetzt müssten Sie meine Umfrage sehen und die auch anklicken dürfen. Da geht's los, alles klar. War gerade verunsichert, weil keiner geklickt hatte. Ist da was dabei, was Sie anspricht, dann gerne jetzt anklicken. Ansonsten gibt es auch immer die Möglichkeit, wir sind offen für Rückmeldungen. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter. Kritik bitte an uns direkt richten oder auch wenn Sie weitere Webinare vorschlagen wollen, einfach gerne an die E-Mail-Adresse schicken, dann können wir uns daran orientieren und mögliche weitere Webinare dann einfach planen und dazu einladen. Das würde ich gerne tun. Okay, da ist von allem was dabei. Von den hier vorgeschlagenen. Gut. Okay. Ich habe jetzt auch schon die Themen rausgesucht, wo ich auch einen Referenten im Kopf habe. 74% haben zugesagt, haben jetzt geklickt, die restlichen, weiß nicht, ob sie einen Kaffee trinken gegangen. Ich zeige es mal, also mögliche Termine, habe das Kopf-an-Kopf-Rennen, wie halte ich mein Gehirn fit bis Thema Pflegetipps oder auch Pflegegrad-Einstufungen und Pflegeleistungen. Okay, da habe ich schon Ideen für, da können wir was machen, dass man dann diese Rückmeldung, wer weitere Ideen hat, gerne sich an uns wenden, da machen wir gerne weiter mit den Webinaren von der DHH. Okay, das war es jetzt von mir am offiziellen Teil. Jetzt will ich wieder stoppen. So, da bist du wieder. Okay. Dann tue ich jetzt nochmal meine... Wir gehen jetzt weiter durch die Fragen. Wer bleiben möchte, kann noch bleiben. Ansonsten, was machst du? Meine letzte Folie mit der E-Mail-Adresse. Ach so, okay. Wenn du nochmal machen möchtest, okay. So. Ja. Alles klar. Okay. Wir machen noch weiter mit Fragen. Eine nach der anderen. Können wir mal Hände heben lassen. Kurz gucken. Okay, die ersten verabschieden sich. Dann sage ich schon mal an die, die sich verabschieden, vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Wir werden das im Nachgang zur Verfügung stellen, wie schon versprochen. Wir gehen aber die Fragen noch durch. Für die, die es so Interesse haben, dabei zu bleiben, sind herzlich eingeladen. Und Matthias, ich verabschiede dich erst, wenn du wirklich gehst. Das brauche ich jetzt nicht. Okay. Frage. Liegt bei Wesensveränderungen immer eine Volumenveränderung im Gehirn vor? Oder kann es auch sein, dass im Vorfeld im Gehirn keine Veränderung erkennbar ist, obwohl bereits Wesensveränderungen vorliegen? So ist es. Also es gibt keine eindeutige Beziehung zwischen dem Ausmaß der Volumenreduktion im Gehirn und der Wesensveränderung. Also diese Wesensveränderungen können zu einem Zeitpunkt auftreten, wo also morphologisch, wie man das nennt, das Gehirn im Computertomogramm, im Kernspintomogramm noch völlig unauffällig aussieht. Alles klar, prima. Dazu noch eine Ergänzung. Ist es also ein Indikator, wenn jemand bereits seit der Pubertät an einer Zwangsstörung leidet? Da, also
in der Medizin sagt man, man kann auch Läuse und Flöhe haben. Also ob jetzt eine seit der Pubertät bestehende Zwangsstörung, der, wenn eine Merkmalsträgerschaft für Huntington besteht, sozusagen zu den möglichen Symptomen einer späteren Huntington-Erkrankung gehört, oder ob es unabhängig davon zu sehen ist, das kann man so nicht beantworten. Also mir fällt gerade spontan eine Betroffene ein, die hat eine sogenannte bipolare, also eine manisch-depressive Erkrankung plus später diagnostiziert die Huntington-Krankheit. Für beides gibt es eine familiäre Belastung, also auch, und da würde ich sagen, das sind, also da hat die bipolare Störung nichts mit der Huntington-Krankheit zu tun. Und das würde ich auch bei einer seit der Pubertät bestehenden Zwangsstörung, gibt es durchaus die Möglichkeit, dass das unabhängig von der Huntington-Krankheit zu sehen ist. Okay, gut. Dann, es war eben, ich glaube, das Thema Depression oder so als Vorschlag, was kann man tun, Sport treiben? Dazu gibt es eine Frage, welchen Sport kann man bei der Huntington-Krankheit machen? In dem Fall sind die Symptome bereits stark ausgeprägt. Also dann ist natürlich wahrscheinlich mit Joggen und Laufen etwas schwierig. Was man aber kann, das hatten wir auch eine Zeit lang in Taufkirchen, es gibt ja auch so Pedalvorrichtungen, die simulieren Radfahren, die kann ich auch vom Sessel aus machen. Das wäre zum Beispiel ein Vorschlag. Oder eben auch sonst, wenn möglich, gymnastische Übungen. Wenn jemand früher gerne getanzt hat, gerne auch tanzen. Also alles, was man im häuslichen Rahmen in Richtung Bewegung machen kann. Aber eben auch gibt ja diese häuslichen Fitnessgeräte. Das kann man also durchaus auch bei fortgeschrittenem Stadium. Da kann man ja die Füße in den Pedalen wie beim Rennrad sozusagen einklemmen. Ja. Und das geht dann ganz gut. Ja, genau. die Frage war gleich, bevor das hier behandelt wurde, von Susanne. Was kann ich als Angehöriger eines Huntington erkrankten Menschen tun, damit er seine Krankheit wahrnimmt und akzeptiert? Ja, das hatten wir ja im Rahmen der Präsentation. Also meiner Meinung nach sollte man das nicht zum ständigen Diskussions- und Streitthema machen, solange nicht, wie es ja auch in der Folie dargestellt wird, eine wirklich gravierende Beeinträchtigung für die betroffene Person selbst oder aber auch für Dritte besteht. Also es macht, wenn da keine gravierenden Beeinträchtigungen da sind, macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, das ständig zu thematisieren. Ja, merkst du denn nicht, wie krank du bist und jetzt bist du schon wieder gestolpert und jetzt ist dir schon wieder die Tasse runtergefallen? So kommt man nicht weiter. Was unter Umständen, wenn die betreffende Person dazu bereit ist, auf den Vorschlag einzugehen, zu sagen, dann lass uns doch mal einen Arzt aufsuchen und vielleicht hörst du mal dessen Meinung an. Aber grundsätzlich ist meine klare Aussage, solange nicht Aktion zwingend erforderlich ist, um Schaden abzuwenden, und zwar gravierenden, nicht nur, dass ich mich ärgere, dass der andere nicht einsehen will, dass er krank ist, dann sollte man dieses Thema geflissentlich offen lassen und nicht dauernd zum Streitpunkt machen. Gibt es eine Anmerkung, keine Frage. Angelika findet es schwierig, heutzutage Depressionen der Krankheit zuzuordnen. Der Druck heutzutage ist allein in der Arbeitswelt enorm, da wir alle im Leben verschiedene Phasen durchmachen und einige nicht mehr da rauskommen, auch nicht mehr leben zu wollen. Sie sei nicht selbst betroffen, stellt aber fest, dass viele Anzeichen auch auf unsere Leben von Nicht-Huntington-Erkrankten zutreffend sind. Richtig. Ich meine, es gibt ja auch der Großteil der Depressiverkrankten sind ja nicht die Huntington-Betroffenen, sondern sind andere Menschen. Ich meine, das ist letztlich auch dann eine Erkrankung. Also mir ging es darum darzustellen, dass das eben zusammen mit Huntington auftreten kann. Für die Behandlung ist es letztlich völlig wurscht, ob das sozusagen von Huntington kommt oder von der Arbeitswelt kommt. Gut, wenn es eindeutig von der Arbeitswelt kommt, dann kann man natürlich fragen, inwieweit habe ich die Möglichkeit, diesen Faktor überhaupt zu beeinflussen. Letztlich für die Behandlung spielt es jetzt keine große Rolle, weder für die Auswahl der Medikamente noch für die Auswahl der Psychotherapie, was jetzt in Anführungszeichen die Ursache dieser Depression sind.
bei der Behandlung läuft es immer aufs Gleiche raus. Klar, wenn eindeutig erkennbare Belastungsfaktoren, Stress bei der Arbeit etc. vorhanden sind, dann sollte man versuchen, die zu verändern. Bloß denke ich mir in vielen, also wenn ich an meine eigene berufliche Tätigkeit denke, die mir auch manchmal zu viel wurde, wenn mir da jemand gesagt hat, ja, dann ändere doch was dran, hätte ich gesagt, ja, wie soll ich denn da was dran ändern? Also ich kann dann meine Leitungsfunktion abgeben und sagen, ich bin jetzt nur noch Stationsarzt, aber das ist ja manchmal wirklich nicht einfach. Okay. Dann haben wir was zum Thema. Wenn man keine lebensverlängernden Maßnahmen wünscht, beginnt das schon bei künstlicher Ernährung Schluckstörungen? Ja, also ich kann in meine Patientenverfügung reinschreiben, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, durch den Mund zugeführte Nahrung und Flüssigkeit zu mir zu nehmen, dann lehne ich alle Hilfsmaßnahmen, Klammer auf, PEG-Sonde, Magensonde, Infusionen etc. ab. Punkt. Das muss, also so ist die Gesetzeslage, respektiert werden. Das ist natürlich auch, muss man auch sehen, gerade in Pflegeeinrichtungen und in Kliniken ein hartes Brot. Ja, wenn man sagt, ja, meine Güte, diese Person ist doch ansonsten eigentlich noch ganz gut beieinander. Und mit einer PEG-Sonde könnte man also diese Schluckstörungen umgehen. Das sollte natürlich von demjenigen, mit dem ich diese Verfügung erarbeite, auch ausführlich diskutiert werden. Manche Leute haben ja Schreckensvorstellungen über künstliche Ernährung, die mit der Realität gar nichts zu tun haben. Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn jemand außer seinem ständigen Verschlucken eine gute Lebensqualität hat, und der lässt sich so eine PEG-Sonde legen, dann kann der erstens mal alles, was er noch gut schlucken kann, weiterhin schlucken und dann ist einfach dieses lästige Problem weg. Also jedenfalls, wenn es so festgelegt wird, dann muss es respektiert werden, aber man sollte sich das wirklich gut überlegen, für welche Situation man das wirklich so will. Dann gibt es noch eine Frage zur Oma. Die verschwindet des Öfteren mal. Wenn man sie nach stundenlang suchend findet, ist sie verärgert, dass sie doch kein Kind mehr sei und nicht alles ansagen müsse. Wie kann man hier beschwichtigen? Also man kann A, für sich selber definieren, wann ist denn der Zeitpunkt, wo ich sozusagen aktiv anfange zu suchen. Also da würde ich mal sagen, auf jeden Fall bis zum Einbruch der Dunkelheit sollte man die Oma mal gewähren lassen. Vielleicht findet sie ja auch tatsächlich selbstständig zurück. Und selbst wenn die Dunkelheit eingebrochen ist, würde ich noch einen Unterschied machen, ob jetzt minus 20 Grad sind oder irgendwelche Temperaturen, die gefährlich werden. Und also ich kenne ja die gute Oma nicht, wie weit die geistig noch sozusagen ihre Sinne beieinander hat. Sollte das nicht der Fall sein, würde ich empfehlen, eine Karte in die Handtasche oder an ein Halskettchen, wo draufsteht, ich bin die Oma sowieso und ich gehöre da und dahin. Und wenn mich jemand findet und ich sollte hilflos sein, dann bitte da und da anrufen. Okay, dann, aber ich meine, ja. Diese Oma macht ja deutlich, ihr macht mehr für mich, als ich will. Und da sollte man einfach Spielräume, also wie gesagt, mindestens bis zum Einbruch der Dunkelheit, einfach mal gucken, was passiert. Möglicherweise kommt sie ja dann von selber zurück. Mhm. Ganz anderes Thema kommt von Angelika. Was tragen Hormone zur Wesensveränderung bei der Huntington-Erkrankung bei? Stimmungsschwankungen, aggressives Verhalten, der normale hormonelle Zyklus und der durch die Antibabypille? Das ist eine nach wie vor offene Frage. Also es gab ja immer wieder die Diskussion, ob hormonelle Verhütungspillen das Auftreten der Erkrankung beschleunigen können. Dazu gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Also konkret raten wir auch nicht davon ab, hormonelle Verhütung zu machen. Und ansonsten würde ich sagen, über das hinaus, was man jetzt aus der insbesondere Frauenheilkunde weiß, dass eben der Eintritt der Wechseljahre mit den da stattfindenden hormonellen Veränderungen unter Umständen Einfluss auf Stimmung und Befindlichkeit nehmen kann,
gibt es speziell jetzt in Bezug auf Huntington aus meiner nach meiner Kenntnis keine weiterreichenden Erkenntnisse. Okay. Dann haben wir was von Peter zum Thema, wie und wann erfolgt eine Zwangseinweisung und wie sieht eine Zwangseinweisung aus? Also dazu gibt es länderspezifische sogenannte Unterbringungs- oder psychisch Krankengesetze und die sagen, dass also wenn jemand im Zusammenhang mit einer psychiatrischen Störung oder Erkrankung, was man bei Huntington dann so annehmen kann, für sich selbst oder für andere eine unmittelbare Gefahr darstellt, dann kann man die Polizei rufen, die muss sich dann vor Ort ein eigenes Bild machen und dann gibt es noch unterschiedliche Regelungen. Also in Bayern entscheidet dann die Polizei und fährt den Betroffenen direkt in die Klinik, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. In manchen Ländern ist dann noch ein sozialpsychiatrischer Dienst zwischengeschaltet, der auch nochmal guckt, ob man das nicht sozusagen mit weniger einschneidenden Maßnahmen hinkriegen kann. Aber wenn Gefahr besteht, dann haben die Gefährdeten einen Anspruch darauf, dass ihnen staatliche Hilfe bis hin eben zu einer Einweisung auf eine geschlossene psychiatrische Station möglicherweise auch gegen den Willen des Betroffenen sozusagen als Schutz zusteht. Okay. Ein anderes Thema geht um Rauchen. Anne fragt, unser Betroffener möchte an manchen Tagen alle 10 Minuten rauchen. Davon ist er dann schwer abzubringen und das zeitliche Hinauszögern klappt nicht wirklich. Wie reagiert man richtig? Wenn er genügend Geld hat und alle 10 Minuten rauchen kann, dann soll er alle 10 Minuten rauchen. Also was wir an der Klinik erfolgreich gemacht haben, war, also die Zigaretten waren sozusagen im Stationszimmer und dann würde ich das bei dieser Person jetzt umgekehrt wie beim Expositionstraining mit dem Hund. Ich würde sagen, bis jetzt rauchst du alle 10 Minuten, jetzt versuchen wir mal das auf alle 20 Minuten. Und du kriegst sozusagen eine Stoppuhr oder irgend so ein Alarmsystem und wenn das piept, dann kommst du, dann kriegst du deine Zigarette. Und dann versuchen wir sozusagen dieses Intervall auszudehnen. Also das war die einigermaßen bewährte Methode. Ab und zu wurde dann trotzdem die Stationszimmertür eingeschlagen, weil das Bedürfnis eben doch zu groß war. Aber so kann man es versuchen. Okay, guter Tipp. Dann eine ernste Frage von Ulla. Kann eine akute Psychose eine vorübergehende Phase sein oder eher ein Zustand, der nach 10-jähriger Erkrankung an Huntington so bestehen bleibt? Ihre Tochter ist seit gestern in psychiatrischer Klinik. Ist eine Psychose in dem Fall durch Medikamente zu beeinflussen, fragt sie. Definitiv ja. Also in der Regel, das Problem ist dann, wenn also die Psychose erfolgreich behandelt wurde, dann wird in der Regel empfohlen, eine rückfallvorbeugende Dauermedikation. Das wird man nicht nach der ersten Psychose, aber spätestens nach der zweiten so machen. Aber definitiv funktioniert also die Behandlung einer Psychose sehr, sehr gut. Und zum ersten Teil der Frage, ist sowas eine Phase oder ein dauerhafter Zustand? Na, in der Regel ist so eine Psychose ein vorübergehender Zustand, unterschiedlicher Dauer. Also es gibt ganz kurz anhaltende Psychosen, es gibt welche, die dauern Wochen und Monate. Das Schwierigste ist, wenn keine Halluzinationen vorhanden sind, sondern ein Wahn. Das kann also doch in manchen Fällen sehr lang anhaltend sein und durch Medikamente dann vielleicht mal abgemildert werden. Aber selbst dann, also ich erinnere die Geschichte eines Menschen, der also durch die Huntington-Krankheit berufsunfähig wurde. Der war hervorragend abgesichert, also die Frau und die Kinder hatten überhaupt nichts zu befürchten und trotzdem durfte zu Hause keine Butter mehr aufs Brot geschmiert werden. Und die Kinder sollten gleich in die Arbeit und nicht in die Hochschule gehen, weil dafür kein Geld da ist und so weiter. Und das hat also trotz verschiedenster Behandlungen, hat es über ein paar Jahre angehalten und dann war es auf einmal weg. Ähnliches gilt im Übrigen auch für aggressives Verhalten. Also auch da kenne ich viele Geschichten, wo zwischenzeitlich ein äußerst aggressives Verhalten in der Familie da war und auf einmal mit fortschreitender Erkrankung
Und zwar gar nicht unbedingt, weil jemand körperlich nicht mehr zur Aggression in der Lage war, sondern weil irgendwas im Gehirn sich umgeschaltet hat, war es vorbei. Also es besteht in allen Fällen dieser Wesensveränderungen auch die begründete Aussicht, dass man es A behandeln kann und dass es B auch im Laufe der Zeit sich nochmal ändern kann. Gut. Okay. Ich sehe gerade die Fragen, die Liste wird immer länger. Wir können noch so viel beantworten, wir kommen nicht durch. wir haben aktuell noch 12 offene Fragen, es kommen immer weiter nach. Sollen wir jetzt hier abbrechen und sagen, wir machen den Rest schriftlich, weil ich kann nicht abschätzen, wie weit das hier noch geht sonst. Also, wie du willst. Ich mache gerne noch weiter. Mach's noch, alles gut. Dann wie gesagt, wenn ich vom Stuhl weggefallen bin, ja, so lange halten wir durch jetzt, alles klar. Die Frage geht nicht richtigen Wesensveränderungen, sondern aktuelle Situation. Gehören Huntington-Patienten zu höher Risikogruppen für Covid-19? Und im Anschluss, bei vorliegender Patientenverfügung und schwerem Verlauf von Covid-19, werden die Patienten dann trotzdem beatmet und weiter behandelt oder nicht? Also, ob speziell Huntington-Betroffene ein spezielles Risiko einzig und allein aufgrund der Huntington-Krankheit haben, kann ich zumindest aktuell nicht beantworten. Man kann aber mit Sicherheit davon ausgehen, also ich meine, wir haben ja zum Beispiel bei vielen Huntington-Kranken durch Aspiration, also Verschlucken von Nahrung, die dann in die Luftwege gerät, haben wir vorgeschädigte Lungen. Und das wiederum ist ein eindeutiger Risikofaktor für einen schwerwiegenden Verlauf der Covid-Erkrankung bis hin zur Beatmungspflichtigkeit. Und wenn ich aber in meiner Patientenverfügung festgelegt habe, ich wünsche keine lebensverlängernden Maßnahmen, dann gilt das nach meinem Verständnis auch für die Beatmung als Covid-Patient. Muss dann eben entsprechend mit Palliativmedizin, ich meine, keine Luft zu kriegen und Sauerstoffmangel zu leiden, das ist mit Sicherheit sehr unangenehm. Also es muss dann eben sichergestellt sein, dass dieser Person auch ausreichend schmerzlindernde und beruhigende Medikamente zur Verfügung gestellt werden. Ja. Dann gibt es eine Frage von Jürgen nach dem Unterschied von Thiabrid und Tetrabenazin. Das kann man so, also Thiabrid ist nach meinem und ich glaube auch nach dem Verständnis unserer Leitlinie, die die Neurologengesellschaft gemacht hat, aus meiner Sicht in der Regel das Medikament erster Wahl, weil es mit etwas weniger möglichen unerwünschten Wirkungen behaftet ist als Tetrabenazin. Also in gewissem Sinn kann man sagen, es ist ein bisschen schwächer, sowohl bezüglich der Wirkung, aber auch bezüglich der möglichen Nebenwirkungen. Und deswegen würde ich jedem Betroffenen mit choreatischen Bewegungen sagen, jetzt fangen wir mal an mit Thiabrid und reizen das über die Jahre gegebenenfalls dosismäßig bis in Bereiche von 1200 Milligramm aus, wenn es vertragen wird. Und dann, wenn sich eben abzeichnet, dass selbst mit der höchsten verträglichen Dosis von Thiabrid die Bewegungsstörungen nicht zufriedenstellend einzustellen sind, dann würde ich persönlich als nächste Stufe das Tetrabenazin einsetzen, wobei nach wie vor, das wollten wir in Taufkirchen mal beforschen, weiß nicht, wie weit die da gediehen sind, es ist nicht ganz klar, was dann die sinnvollste Strategie ist. Also Thiabrid-Dosis halbieren und dann aufsteigende Dosis von Tetrabenazin dazu oder Thiabrid ganz weg und nur Tetrabenazin, das weiß man nicht hundertprozentig sicher, aber definitiv ist die Aussage, erste Wahl aus meiner Sicht wegen der Verträglichkeit Thiabrid und wenn das nicht mehr ausreichend wirkt, entweder zusätzliche Gabe von Tetrabenazin oder alleinige Umstellung auf Tetrabenazin, je nach den Umständen. Super. Sigi bedankt sich ganz herzlich bei dir, dass du so lange und umfangreich berichtet hast. Das ist ja auch mal schön zwischendrin zu lesen. Danke. Dann kommt eine Frage von Gertrudis, die fragt, bei der schwerstpflegebedürftigen 57-Jährigen, die jahrzehntelang in der Pflegeeinrichtung lebt, wird seit 6 Jahren Tavor neben Thiabrid gegeben.
Sie bewegt die unteren Extremitäten gar nicht mehr und ist zunehmend versteift, was kaum mehr gelockert werden kann durch Massage oder Physiotherapie. Ihre Anregung wurde Thiapid reduziert. Die Betroffene wirkt etwas wacher. Die Neurologin will Tabor nicht reduzieren, obwohl die Betroffene weggedopt wirkt. Wie kann man zugunsten der sukzessiven Ausschleichung oder zumindest Reduktion von Tabor argumentieren? Also, wenn jemand zunehmend steif wird und keine Überbewegungen mehr hat, dann braucht er in der Regel auch kein Thiapid mehr. Also wäre der erste Schritt aus meiner Sicht zunächst mal nicht nur Thiapid reduzieren, sondern prüfen, ob man es überhaupt noch braucht. Dann gibt es sogar, wenn jemand so steif ist, die Behandlungsoption, eher Medikamente zu wählen, die man bei der Parkinson-Behandlung geben würde. Also zum Beispiel L-Dopa haben wir in Taufkirchen bei diesen Situationen oft mit ganz gutem Erfolg gegeben. Was jetzt das Tavor anbelangt, es hat ja mit Sicherheit irgendwann mal einen Grund gegeben, warum man es gegeben hat. Und der Versuch, das zu reduzieren in kleinen Schritten, den kann man durchaus machen. Dazu ist nur eines nach meiner Erfahrung ganz wichtig. Wenn das ganze Team der Pflegeeinrichtung von vornherein sagt, bloß nicht, das haben wir alle schon mal probiert und das war jedes Mal eine Katastrophe, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, also nach so langen Jahren Tabor zu reduzieren, bedeutet immer vorübergehend vermehrte Unruhe bei der Betroffenen. Und dann wird es natürlich sofort heißen, ja, das muss jetzt wieder gegeben werden. Also wenn die Einrichtung da nicht voll dahinter steht, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, dann sollte man, wenn das im Rahmen eines stationären Aufenthalts in einer Klinik und bei einem Team machen, die das unterstützen. Und wenn alle Stricke reißen, also vom Tavor kommt die Steifigkeit definitiv nicht. Tavor ist sogar eher ein Medikament, was die Muskelverspannungen löst. Also eher die Dösigkeit und die Schläfrigkeit, das könnte, wobei ich jetzt über die Dosierung nicht informiert bin, aber meiner Meinung nach als Angehöriger in Anführungszeichen auf Deibel komm raus gegen die entschiedene Meinung der behandelnden Pflegepersonen und Ärzte durchsetzen zu wollen, geht in aller Regel schief, weil dann eben der kleinste Unruhezustand, das hat man jetzt davon und so weiter. Also da müssen alle dahinter stehen und alle davon überzeugt werden. Und vielleicht am ehesten, wenn man mit der Ärztin spricht, sagt, kann man denn nicht mal, also nehmen wir jetzt mal an, die Betreffende bekommt 3 Milligramm Tavor am Tag, kann man nicht mal anfangen mit 2,75 Milligramm, 14 Tage. Und wenn das gut geht mit 2, und so weiter. Also, aber es müssen wirklich oder es sollten nach Möglichkeit alle beteiligt sein und es sollte kein Kampf die da draußen gegen die da drinnen sein. Ja, gute Idee. Dann kommt eine ganz andere Frage. Urlaub mit Huntington-Kranken, was du davon hältst? Ja, viel. Machen, ja. Machen, genau. Richtig. Ja, genau. Und zwar, also da gibt es ja, glaube ich, auch über die Geschäftsstelle Angebote von behindertengerechten Ferieneinrichtungen, auch Urlaubsbetreuungen und so weiter. Und auch unsere Landesverbände bieten ja auch zum Teil Freizeit an, wo man mit anderen Familien gemeinsam was tun kann. Ja, haben wir Angebote für. Machen. Bin dafür. Ja, ich auch. Dann, der Ton war vorhin wohl unterbrochen, als es um die Frage zur MRT ging. Kannst du das wiederholen? In der Kurzform. Also die Frage war die Beziehung Wesensänderungen zu Veränderungen im Gehirn. Und die Aussage lautet, es kann sein, dass man beim Gehirn im MRT und CT einen normalen Befund hat und trotzdem sind Zeichen einer Wesensveränderung schon vorhanden. Also der MRT und CT-Befund kann nichts aussagen über das Ausmaß der Wesensänderung. Und es ist auch nicht so, dass eine Wesensänderung erst dann eintritt, wenn er im CT oder MRT Änderungen sieht. Ja. Dann ein ganz anderes Thema von Malise, die wir wissen. Bei uns ist es so, wenn andere da sind, ist immer alles gut. Und wenn wir alleine sind, spricht er nichts. Er ist richtig faul und macht überhaupt nichts mehr. Sie kommt sich manchmal richtig doof vor. Was kann sie tun?
Das Thema hatten wir eigentlich vorhin. Damit muss sie meiner Meinung nach leben und sie soll aufhören, sich doof vorzukommen und zu sagen, das ist der Krankheit geschuldet. Je weiter weg jemand sozusagen ist, umso eher reagiert der Betroffene. Und dass er, wenn wir zu zweit sind, nicht auf mich reagiert, ist nicht gegen mich gerichtet, sondern das hat mit seiner Krankheit zu tun. Und ich gewöhne mir jetzt an, es zu genießen, dass er so aufgeweckt und fröhlich ist, wenn andere da sind, und sehe es nicht als mein Versagen an, wenn es mit mir zusammen nicht ist. Ich brauche danach immer eine Erholung, dass er danach so erschöpft ist, wenn der Besuch wieder weg ist, dass er sich immer mal kurz ausruhen möchte. Eben. Andere Frage, in dem einen Moment denkt man, derjenige weiß um seine Krankheit Bescheid, im anderen Moment denkt man, er weiß es nicht. Könnte das eine Art Schizophrenie sein oder ist es die Verdrängung? Also das hat mit Schizophrenie überhaupt nichts zu tun, sondern ja eher damit, dass eben also vorübergehend mal lichtere Momente, wie man es will, da sind und vorübergehend mal nicht. Also das hat mit Schizophrenie überhaupt nichts zu tun, sondern möglicherweise damit, wie ich halt gerade drauf bin, ob ich das bereit bin wahrzunehmen und zu akzeptieren oder ob ich drüber hinwegsehe. Gut. Dann geht es um Thema Stimmverlust, schnelles Heiserwerden, fragt Angelika. Wird das auch der Huntington-Krankheit zugeordnet? Das ist zumindest nicht auszuschließen, weil natürlich sozusagen die Artikulation und die Lautstärke der Stimme etc. etwas damit zu tun hat, wie physiologisch ich sozusagen Atmung und Schließung der Stimmritzen etc. koordinieren kann. Und diese Koordination kann eben durch die Huntington-Krankheit in Anführungszeichen durcheinander geraten. Trotzdem, wenn das ein größeres Problem ist, sollte das zumindest mal HNO-ärztlich und eventuell auch mit einer Logopädin, einem Logopäden abgeklärt werden. Ja. Jetzt kommen ganz viele Medikamente. Bei der Einnahme von Olanzapin, Thiaprid und Venlafaxin ist aufgefallen, dass bei den Patienten unter Sonneneinstrahlung Schwindel, Benommenheit und Unwohlsein entstehen. Ist sowas wissenschaftlich bekannt? Sollte Sonne gemieden werden? Also ich glaube, das hat weniger mit Sonne zu tun als mit Temperatur. Also höhere Temperaturen machen ja allen empfindlichen Menschen unter Umständen Kreislaufprobleme. Und diese Kombination von Medikamenten, die hat mit Sicherheit Einfluss auf den Kreislauf. Also da geht es unter anderem um die sogenannte Orthostase. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem langen Sitzen ganz schnell in die Senkrechte aufstehe, dann, wie man so schön sagt, sackt kurzfristig das Blut aus dem Kopf nach unten. Und dann müssen die Gefäße sich enger stellen und das Herz muss kräftiger pumpen. Und diese Anpassungsreaktion wird durch die Medikamente beeinträchtigt und verlangsamt. Und deswegen gibt es da oft Schwindelgefühle, Herzrasen und solche Geschichten. Also da sollte man meiner Meinung nach anregen, die Dosierung dieser Medikamente nochmal zu überprüfen. Das hat also nichts mit der Sonne, sondern ich denke eher mit der Temperatur zu tun. Und natürlich, wenn man an den Medikamenten nichts ändern kann oder will, dann sollte man eben rausgehend bei höheren Temperaturen meiden. Mhm. Ein guter Punkt. Dann geht's weiter. Jemand fragt, er soll gegen die Mundbewegung 3-mal täglich 100 Milligramm Thiaprid nehmen, verzichtet jedoch auf die dritte Tablette wegen der Nebenwirkung. Hältst du sein Verhalten für sinnvoll? Ja, weil ich meine, die Frage ist ja, wenn ihn die Mundbewegungen nicht stören, und das scheint ja der Fall zu sein, wenn er also bereit ist, auf die Tablette zu verzichten, dann würde ich sagen, hat er recht. Gut. Stichwort Rauchen. Hilft zur Entwöhnung eine Hypnose wie bei gesunden Menschen? Das hängt einfach darauf ab, ob jemand bereit ist, sich auf die Hypnose einzulassen oder nicht. Also ohne eigene innere Bereitschaft funktioniert schon gar nicht die Hypnose. Also und wenn die betreffende Person kein Interesse daran hat, dann wird auch die Hypnose, also wenn der sagt, ja, ich würde gerne vom Rauchen wegkommen, ich weiß noch nicht wie und ich bin auch bereit, mich auf eine Hypnosebehandlung einzulassen, dann ja. Wenn aber da von Anfang an Skepsis besteht, also man kann nicht das
wirkt in Fernsehshows zwar immer ein bisschen anders, aber ich habe mich mit dem Thema mal längere Zeit befasst. Also das geht nur dann, wenn ich innerlich sozusagen bereit bin, mich auf diesen Prozess der sogenannten Suggestion, den mir da ein Dritter macht, einzulassen. Dann gibt es eine Frage, wird es bei Grenzwerten oder sehr niedrigen Repeats auf jeden Fall Wesensveränderungen geben? Es ist nicht bekannt, inwieweit das mit der Zahl der Repeats eine Beziehung hat. Also man kann mit 40 Repeats psychische Veränderungen haben und mit 50. Also da ist unklar, ob es da ähnlich wie bei den Bewegungsstörungen eine und dem Krankheitsverlauf eine Korrelation gibt. Das weiß man nicht. Oder ich weiß es jedenfalls nicht. Dann eine Frage, hat ständiges Erbrechen etwas mit Überbewegung oder Muskulatur zu tun? Die Magenspiegelung sagt okay. Ja, also weil eben auch die Magenmuskeln und die Muskeln der Speiseröhre sozusagen ihre unwillkürlichen Bewegungen machen. Wenn, also das habe ich auch sehr häufig erlebt, wenn dieses Erbrechen relativ kurz nach den Mahlzeiten auftritt, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die betreffende Person sich, was gerne gemacht wird, nach dem Essen hinlegt, sondern der Oberkörper muss aufrecht bleiben. Also das ist dann eher eine sogenannte Refluxproblematik, um die es da geht. Und man kann unter Umständen auch mit bestimmten Medikamenten, also da gibt es die Paspertin-Tropfen, die können unter Umständen dieses Erbrechen, wenn es mit Lagerungsmethoden und so nicht geht, besser verhindern. Prima. Ullas Tochter sitzt bei 25 Grad Außentemperatur in dicker Jacke und Sweatshirt auf der Terrasse und weigert sich, eine Jacke auszuziehen. Ist das Temperaturempfinden ein anderes? Möglich, anscheinend ja. Und also das ist für mich so eine typische Geschichte, wo ich sage, so what? Also solange der Betroffene nicht von selber die Jacke auszieht und nicht mit Kreislaufkollaps zusammenbricht, lass ihn doch. Also wir waren mit dem, da war der, unser Sohn Max war noch nicht mal ein Jahr alt, waren wir ein letztes Mal mit meinen Eltern im Urlaub und da ging es meinem Vater schon nicht so gut. Der ist an Griechenland Sonnenküsten mit Schiebermütze, Jackett, Anzug, Krawatte und sonst sowas rumgelaufen und mei, hat ihm anscheinend Spaß gemacht. Also das sind meiner Meinung nach so Dinge, wo einfach man als Angehöriger oder Bezugsperson sagen muss, so what, wenn er es so mag und er schadet damit niemanden und auch nicht sich selbst, weil sonst wird er unbewusstlos vom Stuhl fallen, lass ihn. Gut. Noch eine anonyme Frage. Der Partner in dem Fall nimmt Risperidon, 1 Milligramm und Nirtazapin. Damit geht es ihm sehr gut und auch die Aggressionen sind weit zurückgegangen. Seither besteht jedoch ein Verlust der Libido und der Erektion. Gibt es da medikamentöse Möglichkeiten? Es belastet den Partner sehr. Ja, also A, das sind die, also 1 Milligramm Risperidon und wie viel Nirtazapin, wurde das auch gesagt? Nee. Das war keine Angabe. Bitte? Da war keine Angabe. Okay, das sind niedrige Dosierungen. Und von daher, also das ist auch nicht durchgängig. Ich kenne Menschen, die haben wesentlich höhere Dosierungen und keine entsprechenden Probleme. Also ob die Korrelation zum Medikament eindeutig ist, weiß man nicht. Also es gäbe A, wobei also diese ganzen, so, also Viagra und wie sie alle heißen, das sind Medikamente, die körperlich dazu helfen können, dass eine Erektion entstehen und aufrechterhalten werden kann. Mit Libido, also dem Verlangen als solchen, hat Viagra uns, also das steigert nicht die Libido. Also von daher, also ich sehe jetzt als ersten Kandidaten bei diesen Problemen dieses Mirtazapin und deswegen sollte mit dem behandelnden Arzt überlegt werden, ob man da zumindest mal, weiß ja jetzt nicht, wie hoch die Dosis ist, ob man mal die Dosis etwas nach unten anpassen kann
ohne dass eben die alten Probleme wieder auftreten. Also das könnte eine Lösungsmöglichkeit sein. Prima, vielen, vielen Dank. Damit haben wir die Fragen geschafft. Du bist nicht vom Stuhl gefallen, das freut mich sehr. Okay. Wir konnten heute alle sehr von deinem breiten Wissen profitieren. Das Thema ist enorm, dein Wissen dazu ebenfalls. Die Fragen dazu auch. Eine haben wir noch, ja, das war Schluss. Ich habe starke Rückenschmerzen. Ist das ein Effekt meiner Krankheit, weil ich wegen Überbewegung immer im Hohlkreuz stehe? Also, wenn jemand permanent im Hohlkreuz steht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man davon Rückenbeschwerden kriegt. Also da wäre jetzt meine erste Empfehlung mal Physiotherapie, um unter Umständen eben diese Haltung zu korrigieren. Was es unabhängig jetzt von diesem konkreten Beispiel gibt, es gibt immer wieder Huntington-Betroffene, die über nicht klärbare Schmerzen klagen. Dazu gehören unter anderem auch Rückenschmerzen. Nach meiner Erfahrung sind das manchmal die Betroffenen, die eben nicht nur Chorea im Sinne von Überbewegung haben, sondern die auch ein bisschen in die Richtung Rigidität, also Steifigkeit gehen. Und so ein bisschen wie Parkinson. Und die haben, bei Parkinson gibt es auch solche Schmerzsyndrome, die möglicherweise eben mit irgendwelchen Verspannungen zu tun haben. Also wenn das mit der Physiotherapie nicht die Lösung bringt, dann sollte mit einem Neurologen nochmal geprüft werden, sind da sozusagen Parkinson-ähnliche, also Rigiditätsprobleme und Symptome vorhanden, und da käme dann unter Umständen ein muskelrelaxierendes Medikament oder auch so ein Parkinson-Medikament in Frage, wenn es denn so wäre. Alles klar. Prima. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir nur noch Danke von Angelika, Ulla und allen anderen. Ich sage dickes Danke auch an dich und alle 30, die es wirklich bis zum Ende durchgehalten haben. Normalerweise käme jetzt zur Stelle, wo man dem Referenten das Geschenk überreicht. Das geht in Zeiten von Corona und Kontaktbegrenzung nicht. Ja, genau. Auch so, ja, meine Hände. Genau. Ja, genau. Wir schicken dir ein schwäbisches Überlebenspaket nach München, damit ihr da nicht verhungern müsst in eurer Einsamkeit. Und wir schicken uns auf die Reise. Vielen, vielen Dank, Matthias. Hat Spaß gemacht mit dir. Danke an die, die bis zum Ende dabei waren. Wir sagen ein schönes Wochenende und wir hoffen, sehen uns bald wieder. Ja, darf ich was sagen, Michaela? Bitte. Ihr könnt, also mir ist es viel lieber, wenn es mal die Zeiten wieder erlauben, wenn Horst und du nach München kommen und das Geschenk persönlich übergeben. Das genau. Machen wir auch. Alles klar. Das halten wir so bei uns. Macht es so. Alles klar. Prima. Alles Schöne gut. Grüße an alle, die noch da sind, und schönes Wochenende und gute. Prima, bleibt alle gesund. Bis bald. Tschüss.